Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video dient dafür, dich einmal vollumfassend darüber zu informieren, wie du vorgehen musst, um Unternehmensberater werden zu können. Ja, du wirst ein klares System kennenlernen, mit welchem dir der Berufseinstieg bei einer Top-Strategieberatung gelingt. Wir werden erstmal angucken, was genau machen eigentlich Top-Strategieberatungen, was sind das für Firmen. Dann werden wir uns anschauen, was sind die Voraussetzungen, die du brauchst, um danach dem Studium reinzukommen. Und dann werden wir uns anschauen, wie du diese Kriterien erfüllen kannst. Das Ganze ist präsentiert von uns, von Pumpkin Careers. Mich siehst du hier links im Bild. Ich bin David Döbele. Ich habe gemeinsam mit Jonas Steg, meinem Co-Founder Pumpkin Careers, Anfang 2020 gegründet. Wir haben beide auf der Goethe-Uni in Frankfurt am Main studiert. Ich war dort beispielsweise auf der Dienstlist, hatte also sehr, sehr gute Noten, habe zu den besten 5% meines Jahrgangs gehört. War sehr früh in meinem Studium bereits Stipendiat in verschiedenen Stipendien, beispielsweise im Deutschlandstipendium und im Stipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Und hatte unter anderem mit 19 Jahren bereits nach meinem zweiten Semester die Möglichkeit, ein Praktikum im Vorstandsstab bei der UBS zu machen. Die UBS siehst du vielleicht auch hier im Hintergrund hinter mir in unserem Frankfurter Office. Der Jonas, den ich wie gesagt am Anfang von meinem Studium direkt kennengelernt habe, hatte ähnliche Praktika oder nochmals weiterführende Praktika gemacht, unter anderem bei Bertelsmann in der Strategieabteilung. Dort auch mit vielen Ex-Strategieberatern zusammengearbeitet. Dann bei Roland Berger in der Strategieberatung. Roland Berger, einer der größten oder die größte deutsche und auch europäische internationale Top-Strategieberatung. Und dann bei der Boston Consulting Group, also bei BCG, im Praktikum gewesen und dann noch bei Triton Partners eine Station gemacht im Private Equity. Alles während seines Bachelors. Und dann am Ende von unserem Bachelor haben wir gesagt, komm, wir können da echt super vielen Leuten mithelfen mit unseren Erfahrungen. Lass uns mal eine Firma gründen. Das machen wir seit gut 2,5 Jahren. Was bei uns interessant ist, uns unterstützen zusätzlich dazu nochmals externe Coaches, die uns freiberuflich unterstützen, beispielsweise der Patrick und der Lennart. Die sind besonders jetzt für dieses Video hier relevant. Patrick hat bei McKinsey gearbeitet nach seinem Bachelor. Lennart hat sowohl bei Roland Berger als auch bei McKinsey gearbeitet. Das heißt, diese beiden jungen Herren sind bei uns in wöchentlichen Calls beispielsweise dabei, bereiten unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Interviews vor in der Strategieberatung, geben ein sehr tiefes Verständnis über gewisse Branchen etc. mit auf den Weg, was du dann brauchst, um dort Karriere zu machen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben darüber hinaus neben unseren festen Coaches aus unserem festen Coaching-Team im Rahmen von regelmäßigen Gäste-Live-Calls, Vertreter mit dabei von allen möglichen Firmen. Wir haben Unternehmenspartner, zum Beispiel Volkswagen Consulting, zum Beispiel Singular Group, zum Beispiel Strukturmanagement-Partner, zum Beispiel Roland Berger, mit denen wir auch regelmäßig Kooperationen machen, teilweise öffentliche Kooperationen hier auf Social Media, teilweise auch Kooperationen nur bei uns fürs Elite-Coaching mit Workshops etc. Und natürlich auch sonst kennen wir die Leute natürlich sehr gut, die bei den ganzen Firmen arbeiten, weil unsere ganzen Leute vom Studium dort inzwischen arbeiten oder gearbeitet haben, weil die Leute, die wir vom Studium kennen, natürlich auch nochmal viele Leute kennen, die dort ebenfalls arbeiten. Das heißt, wir sind in dieser Branche sehr gut vernetzt. Dadurch haben wir ein hervorragendes Wissen aufbauen können und dadurch funktioniert auch unser Coaching, unsere Dienstleistung hervorragend. Wir haben über 800 Teilnehmende bei uns aktuell in den Coaching-Programmen dabei, von über 140 verschiedenen Hochschulen. Das heißt, auch sehr divers bei uns natürlich. In erster Linie sind unsere Kundinnen und Kunden Studierende von den klassischen Target-Unis wie Uni Mannheim, wie Goethe-Uni, wie Frankfurt School, wie WAU, wie Uni St. Gallen, wie WU Wien etc. Aber wir haben auch viele Studierende hier, zum Beispiel siehst du oben in der Mitte den Baran von der FH Hannover. Das heißt, auch von kleineren, unbekannteren Hochschulen oder auch aus dem europäischen Ausland haben wir Studierende mit dabei. Und das, was wir machen, funktioniert für all diejenigen von ihnen. Wir haben sehr, sehr viele Erfolgsstories. Du findest auf unserem YouTube-Kanal beispielsweise einmal pro Woche eine neue Erfolgsstory in Videoformat, wo sich jemand hinsetzt, über seine Erfahrungen spricht, über seine Erfolge spricht in der Zusammenarbeit mit uns. Wir haben über 340 Bewertungen auf Trustpilot, wo du dich gerne einlesen kannst. Und natürlich kannst du vermutlich auch an deiner Uni mal ein bisschen rumfragen. Da wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis du ein paar Leute findest, die bei Pumpkin dabei sind, die dir dann Einblicke geben, wie es denn ist, bei uns Kunde oder Kundin zu sein. Was normale Ergebnisse in unserer Zusammenarbeit sind, und das ist wirklich wichtig, dass du es verstehst, ist, weil wir eben so hervorragende Systeme haben, weil wir Top-Coaches haben, weil wir Top-Brancheneinblicke haben, ist es bei uns eben normal, dass Personen beispielsweise spätestens nach dem zweiten Semester ihres Bachelors ein Praktikum im Consulting
oder in einem passenden Konzern bzw. Startup machen. Das ist für uns komplett normal. Also völlig, völlig normal ist es bei uns, dass man spätestens am zweiten Semester das erste relevante Praktikum macht. Es passiert natürlich auch regelmäßig, dass Leute das schon nach dem ersten Semester bekommen oder dass Personen das beispielsweise schon vor dem Studium bekommen. Bei einer Big Four im Consulting beispielsweise, bei einer kleineren Unternehmensberatung, bei einer kleineren Strategieberatung, das ist alles schon passiert. Das ist für uns nicht mehr ungewöhnlich. Genauso normal für uns ist es, dass Leute spätestens, wenn sie ihr Auslandssemester absolviert haben und von Anfang an bei uns dabei gewesen sind, von Anfang an Gas gegeben haben, Praktika bekommen bei den absoluten internationalen Top-Playern in der Strategieberatung. Das heißt, schnelle Fortschritte sind ebenfalls möglich. Genauso normal ist es für uns, dass unsere Teilnehmenden jetzt nicht ganz viele Interviews brauchen, um dann mal eine Zusage zu bekommen. Normalerweise bekommen die irgendwie aus 3 von 4 Interviews dann auch eine Zusage, weil sie sich sehr intensiv darauf vorbereiten und weil sie genau wissen, was sie in den Interviews erwartet. So, wenn das Profil von Anfang an noch nicht so gut sein soll, zum Beispiel die Noten sind nicht optimal, die Uni ist nicht optimal etc., dann kriegen wir es normalerweise auch hin, dass innerhalb von 1 bis 2 Semestern spätestens dann die erste sehr relevante Consulting-Zusage dennoch drin ist. So, und wir zeigen dir heute unser System für den Consulting-Einstieg. Das heißt, du wirst erstmal erfahren, welches Profil du wirklich brauchst für den Einstieg bei den Top-Playern im Consulting. Dann werde ich dir unsere Methodik zeigen. Wir haben nämlich gemerkt, in der Zusammenarbeit mit inzwischen über 800 Studierenden, es gibt klare Muster, es gibt klare Schritte, die jeder durchläuft, der ins Consulting möchte. Und dann werde ich dir in diese Methodik sehr tiefe Einblicke geben. Ich werde dir jeweils Beispiele zeigen, was du machen sollst, was du nicht machen sollst. Und ich werde dir sehr viele Beispiele geben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von uns aus dem Coaching-Programm, damit du wirklich verstehst, okay, wie kann der diesen Schritt gehen, wie ist diese Person diesen Schritt gegangen, sodass du das bestmöglich auch für dich selbst anwenden kannst. So, was noch wichtig ist, bevor wir loslegen, diese Anleitung, die du hier in diesem Video lernen wirst, die wird nicht jeder Person weiterhelfen können. Ja, das ist einfach so. Ich kann dir hier keine aller Heilsversprechungen machen von wegen, ja, egal was deine Ausgangssituation ist, du kommst easy zu McKinsey und so weiter. Das ist nicht möglich. Das ist komplett unseriös und unrealistisch. Jeder, der dir irgendwas verspricht von wegen, jeder kann es da reinschaffen, egal was die Ausgangssituation ist, ist unseriös und das stimmt nicht. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass dieser Plan für dich funktionieren kann? Erstens, musst du bereits in einem Studium sein oder zumindest zeitnah dein Studium beginnen. Ja, also wenn du jetzt gerade in der 8. Klasse bist, dann ist das aus diesem Video hier noch nicht wirklich relevant für dich. Wenn du schon fertig bist mit deinem Studium, das ist hier der zweite Punkt, oder ganz am Ende von deinem Bachelor bist und die Noten wirklich grottenschlecht sind, dann wirst du es auch nicht mehr schaffen vermutlich. Dann wird das, was du hier lernst, für dich nicht anwendbar sein können. Das heißt, es muss wirklich noch für dich alles möglich sein. Das heißt beispielsweise, du bist gerade im zweiten Semester, hast einen ganz soliden Schnitt von 1,4, 1,5, 1,6 oder so. Es ist noch alles offen. Oder beispielsweise, sagen wir mal, du bist in der Mitte von einem Bachelor und der Notenschnitt ist gerade auf 2,2, 2,3, aber du hast noch genug ECTS, sodass man ihn noch auf einen 1er-Schnitt hochpushen kann und so weiter. Dann ist noch extrem viel drin. Ja, aber wenn du jetzt am Ende vom Bachelor bist, komplette Kraut- und Wiesen-Uni mit einem 2,9er-Schnitt oder Mitte vom Master an einer ganz unbekannten Uni noch nie Praktika gemacht, dann ist da nicht mehr alles offen, dann wird das nicht für dich funktionieren. Und der dritte Punkt, der gegeben sein muss, ist, dass du wirklich das Maximum aus deiner Karriere herausholen möchtest. Ja, das heißt, diese Techniken, die sind zeitintensiv, die sind arbeitsintensiv, die benötigen Disziplin und Motivation und das bringst du eben nur dann mit, wenn du wirklich sagst, Karriere ist mir wichtig, mein Job ist mir wichtig und ich möchte das Maximum aus meiner Karriere herausholen. Und vor allem ist natürlich dein berufliches Ziel die Strategieberatung oder auch das Investment Banking, das Private Equity, das Asset Management oder die Konzernstrategie. Ja, das muss wirklich gegeben sein. Also, damit würde ich sagen, legen wir los. Erst einmal vielleicht die Frage, was machen Unternehmensberatung? Wenn wir das Ganze mal definieren würden, dann könnte eine Definition beispielsweise aussehen: Unternehmensberatung stellen projektbasiert externe Ressourcen zur Lösung diverser Problemstellungen bei Unternehmen zur Verfügung. Ja, das ist erstmal eine breite Definition von dem Wort Unternehmensberatung. Und da ist jetzt so, dass Unternehmensberatungen in allen verschiedenen Branchen aktiv sein können. Sei es jetzt Automotive und Zulieferer, sei es Banken, Versicherer, sei es Konsumgüter, sei es Hochtechnologie, sei es der öffentliche Sektor, sei es Telekommunikation etc. Also in allen möglichen Branchen wirst du Unternehmensberatung finden
Und du wirst ebenfalls Unternehmensberatung finden, die bei allen möglichen Problemstellungen unterstützen. Das heißt, es gibt Unternehmensberatungen, die spezialisieren sich auf Unternehmensberatung im Bereich Controlling. Es gibt Unternehmensberatungen, die spezialisieren sich auf Restrukturierung, auf M&A, auf PR, auf Einkauf und eben auch auf Strategie. Und worauf wir uns hier eben fokussieren in diesem Webinar ist eben die Strategieberatung, denn es gibt einige Unterschiede von der Strategieberatung versus anderen Formen der Beratung, die du hier siehst. Bei der Strategieberatung hast du meistens andere Ansprechpartner. Ja, bei Strategieberatung, es geht immer um strategisch sehr relevante Projekte. Da ist normalerweise immer der Vorstand oder zumindest die, je nachdem wie groß die Konzernstruktur ist, die entsprechenden Head-Offs von der Region, von der Abteilung etc. sehr intensiv mit eingebunden. Das heißt, du reportest und du bist im Austausch mit den Executives auf dem allerhöchsten Niveau, wohingegen es in anderen Formen der Unternehmensberatung nicht immer der Fall ist. Der Blickwinkel ist auch ein anderer. Ja, also du guckst eben wirklich in die Zukunft, das heißt, du bist nicht im Tagesgeschäft mit involviert und implementierst dann irgendetwas, sondern man blickt eben in die Zukunft, man schaut, okay, wo geht das Business hin in den nächsten 2 Jahren, in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren mit der Veränderung, die wir hier vorhaben zu implementieren, was eben, wie gesagt, ein anderer Blickwinkel ist. Die Projektdauer ist anders, meistens sind Strategieberatungsprojekte deutlich kürzer. So ein Implementierungsprojekt beispielsweise von einer Prozess- und IT-Beratung kann auch gut und gerne mal 1 bis 2 Jahre lang dauern, dass du 1 bis 2 Jahre beim gleichen Kunden bist, das gleiche Projekt implementierst. Typische Projekte in der Strategieberatung, je nachdem, was der Kunde ist, wenn der Kunde ein PI ist, kann es teilweise nur wenige Wochen gehen, sind meistens irgendwo zwischen, ich sag mal, 4 bis 8 bis 10 Wochen oder so. Da ist also die typische Projektdauer in der Strategieberatung. Kann natürlich auch mal deutlich länger gehen, aber normalerweise ist eben so ein Projekt in der Strategieberatung irgendwo im Bereich 2 bis 3 Monate, wodurch du eben mehr Abwechslung hast, wenn du dann beispielsweise 2, 3 Jahre in der Strategieberatung warst. Und die Verantwortung, die du trägst, ist natürlich eine andere. Und je höher du unterwegs bist normalerweise, das heißt, je mehr Personen von der Entscheidung, die du triffst oder die du herbeiführst mit deiner Beratung betroffen sind, desto mehr Verantwortung hast du natürlich auch. Ja, du hast vor allem meistens eine ziemlich indirekte Verantwortung. Das heißt, wenn die Strategie, die dein Unternehmen oder die das von dir beratende Unternehmen beispielsweise einlenkt, diese Strategie, und die führt dann dazu, dass irgendwie ein gewisses Produkt irgendwie 10% günstiger irgendwo hergestellt werden kann oder so, weil gewisse strategische Ausrichtungen geändert werden, dann rettet das jetzt vielleicht niemandem direkt das Leben, es sei denn, es ist irgendwo im Bereich Medizintechnik oder so, dann kann das natürlich auch direkt der Fall sein. Aber vor allem erleichtert es ganz, ganz vielen Leuten das Leben beispielsweise. Wenn irgendwie ein Auto irgendwie um 10% günstiger hergestellt werden kann, können sich viel, viel tausende mehr Leute theoretisch ein Auto dann kaufen von diesem Unternehmen. Ja, und die haben dann alle ein entspannteres Leben, können mehr Geld für andere Sachen aufwenden und so weiter. Und so ist eben in dieser hohen Ebene, hast du eben eine Verantwortung für sehr, sehr viele Leute. So, wenn wir das Ganze mal ein bisschen konkreter machen, wir haben hier 3 Beispielprojekte einfach mal aufgelistet aus dem realen Berateralltag, aus Praktika, wo wir mit dabei waren. Projekt 1 ist ein operatives Carve-Out-Projekt. Es ging dabei in der Zusammenarbeit mit einer Inhouse-Beratung um den Carve-Out eines Unternehmensteils. Ja, das bedeutet, dieser Unternehmensteil, der soll ausgegliedert werden aus der Konzernstruktur. Dazu wurden verschiedene Workstreams gebildet, es wurden To-Dos gesammelt und jede Woche vom Leiter des Workstreams verteilt. Das Projekt, das hat insgesamt über 2 Jahre gedauert. Davor gab es noch eine strategische Erarbeitung des Carve-Outs, also ein sehr ungewöhnlich langes Projekt in der Strategieberatung. Hier war es dann so, wenn wir Arbeitszeiten und Arbeitsalltag mal angucken, es gab sehr viele Meetings, viel Kommunikation, viel Projektmanagement, Überwachung der Teams. Man musste viele kleine Probleme auf dem Weg lösen. Der Arbeitsplatz war ein großer Raum am Unternehmensstandort zusammen mit der Inhouse-Beratung. Und weil das Projekt eben ziemlich lange ging, es war in enger Zusammenarbeit mit der Inhouse-Beratung und so weiter, gab es eben sehr gut planbare Prozesse. Deshalb waren die Arbeitszeiten auch vergleichbar gut. Das bedeutet dann in der Strategieberatung meistens irgendwie so 8.30 Uhr, 9 Uhr bis, sagen wir mal, 21, 22, maximal 23 Uhr, montags bis donnerstags, und freitags ist dann irgendwie um 17, 18 Uhr Schluss. Learnings in dem Bereich aus diesem Praktikum, aus dieser Erfahrung von diesem Projekt, war dann insbesondere natürlich spezifisches Wissen zum Carve-Out-Prozess.
weniger allerdings über die Firma oder in die Industrie. Und dann war natürlich auch noch ein wichtiges Learning im Bereich Kommunikation, im Bereich Management und Projektleitung. Zweites Projekt, da ging es um Agilität und ein neues Produktportfolio. Da ging es um lokales Stadtwerk. Das wollte auf allen Ebenen in die moderne Arbeit, sollte dieses Stadtwerk dort in die moderne Arbeit führen. Das heißt, es sollte eine agile Organisationsstruktur eingeführt werden, digitales Produktportfolio erschlossen und implementiert wurden. Und diese Workstreams hier wurden jeweils von Beratern geleitet. Und sowohl Mitarbeiter vom Kunden als auch Strategie- und IT-Berater haben dort mitgearbeitet. Am Anfang waren es gute Arbeitszeiten, aber dann kam es zu einigen Problemen, die nicht unbedingt vorhergesehen waren. Und dadurch wurde das ganze Projekt dann ein bisschen stressiger. Drittes Beispiel des Projekts ist eine Vendor Due Diligence gewesen. Dort wurde ein Anlagebauer bei einem Verkaufsprozess unterstützt. Dabei sollten dann vor allem die USPs, die Trends, der Markt, der Wettbewerb von dem Anlagebauer verstanden werden. Das ging dann, wie ich schon mal gesagt habe, bei so einem Due Diligence-Prozess, ist meistens relativ kurz. Dafür hat dann die Strategieberatung Kundenbefragungen gemacht, Experteninterviews und auf internes Wissen hinzugegriffen. Und dieses Projekt war dann nach 4 Wochen beendet. Dort bei solchen Projekten hast du normalerweise immer die härtesten Arbeitszeiten, weil es ziemlich intensiv ist, weil es ziemlich komprimiert ist, weil es ganz, ganz klare Deadlines gibt, bis zu der alles passiert sein muss. Und weil es da um einen Haufen Geld normalerweise geht, um einen Haufen Verantwortung, um das Lebenswerk von Unternehmern oder um sehr viel Asche bei großen Konzernen. Das heißt, dort waren die Arbeitszeiten dementsprechend heftiger und man hat eben sehr viel über die Industrie und diesen jeweiligen Markt von diesem Anlagebauer gelernt. So, um das vielleicht mal ein bisschen klarer zu machen, was sind alles Branchen, was sind alles Bereiche, wo Strategieberatungen unterstützen? Hier zum Beispiel die Matrixstruktur am Beispiel von McKinsey. Du siehst links eingeblendet die verschiedenen Branchen beispielsweise, die es bei McKinsey gibt. Und dann siehst du oben die einzelnen Practices. Ja, und dann gibt es zum Beispiel McKinsey Digital. Dort geht es natürlich vor allem darum, okay, wie können wir digitale Geschäftsmodelle erschließen, wie können wir unsere Strategie, unsere Vertriebsstrukturen etc. digital eröffnen etc. Im Bereich Operations geht es dann darum, natürlich die Operations zu optimieren. Und grundsätzlich ist es so, dass es in jeder Branche gibt es natürlich Beratungsbedarf von allen möglichen Practice Groups. De facto ist es natürlich so, dass irgendwie vielleicht ein Automobilzulieferer mehr Beratung vonnöten hat im Bereich Operations als der öffentliche Sektor. Aber grundsätzlich gibt es Beratungen in allen möglichen Branchen und mit allen möglichen Bereichen. So, das jetzt erstmal dazu, was machen Strategieberatungen, was vielleicht wichtig für dich ist zum Verständnis. Es gibt zum einen externe Strategieberatung und zum anderen interne Strategieberatung. Ja, zum Beispiel siehst du hier auch zwei Firmenpartner von uns. Einmal Volkswagen Consulting, das ist die Managementberatung des Volkswagen-Konzerns, also eine Inhouse-Beratung. Und zum anderen siehst du hier beispielsweise auch unseren Firmenpartner Roland Berger, das ist eine externe Strategieberatung. So, BCG, McKinsey, Bain und Roland Berger sind so die bekanntesten externen Strategieberatungen in Deutschland vor allem. Von den internen Strategieberatungen sind so Volkswagen Consulting, Siemens Advanta Consulting, E.ON Inhouse Consulting, Mercedes-Benz Management Consulting etc. so mit die bekanntesten. Wichtig ist halt vor allem, dein Ziel ist es da auch bei einem von diesen Top-Playern einzusteigen, denn wenn man das geschafft hat, wenn man dort den Einstieg geschafft hat, dann bringt das einige Vorteile mit sich. Zum einen ist es der Vorteil der finanziellen Unabhängigkeit. Ja, du bekommst in der Strategieberatung extrem viel Gehalt. Das sollte absolut nicht der einzige Grund sein, weshalb du in die Strategieberatung gehst. Aber die Gehaltsaussichten sind so attraktiv wie in fast keinem anderen Job. Natürlich hast du auch eine hohe Arbeitsbelastung, aber was der Vorteil ist im Vergleich zu anderen Jobs, wo du vielleicht mit einem ähnlichen Stundensatz bei geringerer Arbeitsbelastung einsteigen würdest, ist, dass in der Strategieberatung sich das Gehalt auch über die nächsten 10, 15 Jahre massiv weiterentwickelt die ganze Zeit. Das heißt, Jahresgehälter von über 250.000 Euro sind nach einigen Jahren Berufserfahrung keine Seltenheit. Das heißt, wenn du deine Finanzen im Griff hast, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit dir eine neue Rolex kaufst, nicht die ganze Zeit einen neuen Porsche holst, dann kannst du es schaffen, dir wirklich innerhalb von 10 bis 15 Jahren nach der Strategieberatung ein wirklich sehr, sehr gutes finanzielles Polster für dich, deine Familie aufzubauen. So.
Zweiter großer Vorteil von dem Einstieg in der Strategieberatung sind großartige Karrierechancen. Dir stehen nach dem Einstieg super viele Türen offen. Jeder weiß, du hast A, einen sehr, sehr kompetitiven Bewerbungsprozess durchlaufen und B, hast du bei sehr relevanten Projekten mitgearbeitet, extrem viel gelernt, sehr viele Industrien kennengelernt. In der externen Strategieberatung sind die Exit-Möglichkeiten nochmals größer. In der internen Strategieberatung sind die Exit-Möglichkeiten natürlich vor allem bombastisch innerhalb des Konzerns oder innerhalb der Branche. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du interessierst dich für den Automotive-Bereich, du möchtest später irgendwie eine Management-Position bei einem großen Automobilkonzern, dann ist natürlich die Inhouse-Beratung von diesem Automobilkonzern ebenfalls hervorragend geeignet. Und der dritte Vorteil ist ein sehr hoher Impact auf die Gesellschaft. Ja, das ist nicht ein Job, wo du einfach nur 9-to-5 deine Zeit absetzt, sondern es geht wirklich um sehr wichtige Projekte, die einen Einfluss haben, sowohl auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Konzern, sowohl auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Unternehmen, die mit dem Unternehmen im Wettbewerb beispielsweise dastehen, als auch auf die ganzen Kundinnen und Kunden dieses Unternehmens und im weiteren Schritt eben auch auf die gesamte Gesellschaft und die gesamte Wirtschaft, weil es geht wirklich darum, sehr, sehr große Unternehmen zu beraten in diesen Branchen und davon hängen tausende Arbeitsplätze ab. Das hat große Auswirkungen auf Politik, auf teilweise Regionen. Das heißt, das, was du täglich mit deiner Arbeit erreichst, hat auf tausende Menschen einen Impact. Und das macht eben Spaß. Es macht auch natürlich Spaß, irgendwie mit smarten Leuten zusammenzuarbeiten. Das heißt, du hast dort nicht irgendwelche Leute, die keinen Bock haben auf ihren Job, sondern geben alle Gas. Du kannst extrem viel lernen, sowohl von deinen Vorgesetzten als auch von deinen Kolleginnen und Kollegen auf deiner Hierarchiestufe. Das heißt, das sind so die Hauptgründe, weshalb es Leute in die Strategieberatung zieht. So, wenn wir da vielleicht mal ein bisschen konkreter reingehen, was bedeuten die Gehaltsmöglichkeiten? Es gibt in der Strategieberatung einen sehr fixen Hierarchieweg. Das heißt, du machst normalerweise alle 2 bis 3 Jahre eine Beförderung mit in die nächste Position. Die Positionen, wie die jetzt heißen, die haben von Firma zu Firma immer leicht unterschiedliche Namen. Du steigst irgendwie ein als Fellow, als Associate, als Consulting Analyst, je nachdem, wo du arbeitest, mit so 70.000 bis 90.000 Euro. Danach, die nächste Stufe sind dann so direkt im 6-stelligen Bereich, 110.000 bis 150.000 Euro und dann entwickelt sich das Gehalt immer weiter. Wenn du dann Partner bist, Managing Director, ist normalerweise das Gehalt definitiv im mittleren 6-stelligen Betrag. Es wird auf jeden Fall Partner und vor allem Senior Partner bei Top Strategieberatung geben, die auch Millionengehälter, vor allem insbesondere dann inklusive Dividenden, verdienen können. So, natürlich ist das nicht für jeden möglich, natürlich wird auch immer ausgesiebt. Aber das ist jetzt auch nicht komplett unrealistisch, dass man sagt, okay, bis zum Project Manager, bis zum Principal will man da Karriere machen. Das ist planbar und das ist möglich, wenn man da einmal den Einstieg geschafft hat. So, was vielleicht noch interessant ist hier zu erwähnen, du hast halt nicht so viele Ausgaben während der Zeit in der Strategieberatung, weil du von montags bis donnerstags immer in sehr luxuriösen Hotels untergebracht bist, natürlich auf Kosten der Firma. Das heißt, du hast dort Frühstück und Mittag- und Abendessen normalerweise dort vor Ort am Start. Du musst da keine Wohnung oder sonst was zahlen, du kannst sehr viel reisen, du bist viel unterwegs. Du sammelst Meilen, du sammelst Bonuspunkte in Hotels, du hast die ganze Zeit Team-Events, du hast Essenspauschalen und so weiter. Das heißt, man kann auch wirklich viel von dem Geld zurücklegen, weil man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dazu kommt, so viel auszugeben. Die langfristigen Chancen sind allerdings noch viel krasser. Ja, also das hier alles ist ein Witz im Vergleich zu dem, was diese Leute beispielsweise erreicht haben. Auch das ist natürlich bei weitem jetzt nicht für jeden möglich, aber zeigt einfach nur, okay, eine Strategieberatung, Einstieg in der Strategieberatung ist definitiv ein Weg zu sehr viel Macht, zu sehr viel Einfluss und auch zu sehr viel Geld. Beispielsweise hier diese fünf Herren. Es gibt natürlich auch sehr viele erfolgreiche Ex-Strategieberaterinnen. Wir haben jetzt hier fünf Männer. Oliver Bäte beispielsweise, CEO von Allianz, war davor bei McKinsey. Ja, hier unten links mit Romney war früher bei Bain in der Strategieberatung, hat dann Bain Capital, den Private Equity Arm von Bain, mitgegründet und also ist A, Co-Founder von einem der krassesten Private Equity Funds, die es gibt und war unter anderem auch US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2012, hat dort gegen Barack Obama verloren, aber wäre knapp US-Präsident beispielsweise geworden. Ja, anderes Beispiel in der Mitte, ein Deutscher wieder,
André Schwemmlein ist der Gründer von Flixbus, was du vielleicht schon mal gehört hast, und hat eben auch früher bei BCG gearbeitet in der Strategieberatung rechts oben. Der Google CEO hat davor bei McKinsey auch mal gearbeitet, und unten rechts der CEO von Morgan Stanley hat ebenfalls bei McKinsey gearbeitet. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Beispiele, sowohl von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern als auch von CEOs, von Politikern und so weiter. Das soll einfach nur zeigen, okay, langfristig geht da wirklich extrem viel, wenn man ein gutes Verständnis für Leute hat, wenn man Erfolg hat und wenn man da Karriere macht. Das Ding ist natürlich, und deshalb schaust du dir jetzt dieses Video an, dieser Weg ist nur circa 350 Leuten pro Jahr in Deutschland vorenthalten. Ja, wir haben in der DACH-Region in den letzten zweieinhalb Jahren, zumindest bei MBB, also McKinsey, BCG und Bain, 902 Berufseinsteiger gefunden, wo wir mal eine ziemlich intensive Recherche gemacht haben auf LinkedIn. Das heißt, pro Jahr sind das irgendwie 350 Leute. Davon hat etwas über die Hälfte einen Vivi-Abschluss gemacht. Das heißt, du studierst vermutlich irgendwas mit Vivi, BWL, Wirtschaftsingenieurwesen etc. Das heißt, du konkurrierst auch gegen einen Haufen Philosophen, gegen Mediziner, gegen Juristen, gegen Politikwissenschaftler und so weiter. Das heißt, so ein bisschen über die Hälfte von diesen 350 Leuten hat irgendwas mit Vivi gemacht. Und davon schaffen so 10% nach dem Bachelor einzusteigen. So, und das sollte halt immer das erklärte Ziel sein. Denn wenn du irgendwie länger brauchst oder wenn du es gar nicht schaffst, dann hat es extrem hohe Kosten. So, jetzt mal beispielsweise. Was meine ich damit? Also, beispielsweise, du musst einen Master machen. Das ist das, was du ja als zweites von links siehst. Ja, also, du schaffst es nicht, hier zu den 10% zu gehören, die nach dem Bachelor einsteigen, sondern du musst einen Master machen, steigst dann ein nach dem Master. Da hast du einmal direkte Kosten für den Master von irgendwie 20.000 bis 70.000 Euro. Weil normalerweise macht man den Master, wenn man sagt, man geht in die Strategieberatung irgendeiner Business School, zum Beispiel irgendwie im Ausland oder so, wo du dann auch nochmal Studiengebühren von 20.000 bis 50.000 Euro hast. Da musst du dann natürlich nochmal Miete zahlen, Flugkosten und. Bist du ganz schnell mal bei einer ordentlichen fünfstelligen Summe. Aber vor allem hast du halt Opportunitätskosten, weil du steigst ja irgendwie zwei Jahre später dann erst in der Strategieberatung ein und wirst dann in diesen zwei Jahren nicht deine 90.000, 100.000 Euro verdienen können und die Karriereleiter weiter emporsteigen können, sondern du studierst während den zwei Jahren. Das heißt, du hast einmal direkte Kosten für den Master als auch diese Opportunitätskosten, weil du erst später einsteigst. Selbst wenn du ein falsches Praktikum mal machst oder nicht alles rausholst aus irgendeiner Bewerbungsphase und deshalb ein Semester länger studieren musst, sechs Monate später erst einsteigst, hast du natürlich einmal direkte Kosten, Studiengebühren, Wohnung und so weiter von 3 bis 6K. Aber vor allem hast du eben direkt mal Opportunitätskosten, weil du ein halbes Jahr später erst einsteigst, von direkt einem ordentlichen fünfstelligen Betrag. Und das musst du halt verstehen. Fehlschritte, um da reinzukommen, sind extrem kostspielig. Wenn es dann sogar so weit geht, dass du es nicht mal nach dem Master geschafft hast, sondern erst irgendwo anders einsteigst und dann als Professional einen Wechsel machst in die Strategieberatung, das ist auch noch möglich. Aber in all dieser Zeit hast du keine Erfahrung gesammelt in der Strategieberatung, du hast nicht die Gehälter in der Strategieberatung bekommen. Das heißt, die Opportunitätskosten, wenn du einen beruflichen Umweg gehen musst, weil du erst woanders einsteigst und erst dann irgendwann den Shift schaffst in die Strategieberatung, sind easy im ordentlichen sechsstelligen Bereich. Und wenn du jetzt dann mal überlegst, du erreichst das Ziel gar nicht, ja, du hättest vorgehabt, irgendwie hier so eine Karriere zu machen, vielleicht auch ansatzweise sowas zu erreichen wie diese Leute, und du erreichst es halt nicht, weil du einfach zu oft Fehlschritte gemacht hast, dann sind das Millionen, die dir an Opportunitätskosten flöten gehen. Weil solche Leute und auch solche Leute, die hier Karriere machen, die haben ein Millionen-Net-Worth. So, und das muss dir halt bewusst sein. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass du jetzt dieses Video hier intensiv anguckst und jetzt hier nicht am Handy rumdattelst währenddessen, sondern die alle sauber mitschreibst und guckst, dass du die Schritte sauber executed bekommst. Weil, was vielleicht auch noch reinzählt, ich meine, dieses Geld so, das lässt sich halt super objektiv klarstellen, um wie viel Geld es hier geht. Aber was jeder nur subjektiv für sich erkennen kann, ist auch noch das größere Problem, dass du Stress hast, dass du Unsicherheit hast, dass du Einsamkeit hast, weil du keine Ahnung hast, wie du da reinkommst. Du weißt nur, du möchtest es schaffen, aber du hast keine Ahnung, wie du es hinbekommen kannst. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass man keine Fehler macht. Und deshalb schaust du dir auch dieses Video an, du hast es erkannt, du willst jetzt etwas ändern an deiner Situation, du bist auch dabei bereit, auf externen Input zu hören, du weißt, dass du selber die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hast, du weißt, dass es immer wertvoll ist, wenn man von Leuten hören kann, die das selber schon geschafft haben, die selber dabei schon hunderte Leute begleitet haben da rein,
Und du bist natürlich auch da bereit, für in dich zu investieren, in deine Zukunft zu investieren, zumindest schon mal Zeit, weil du dir hier dieses Video anschaust. So, und wir stellen dir heute vor, ein klares System, das dich zum Ziel führt, das dich zum Ziel des Einstiegs in der Strategieberatung führen wird. So, dieses System besteht aus 5 Schritten. Schritt Nummer 1 die Attitude, Schritt Nummer 2 sind die Auswahlkriterien, Schritt Nummer 3 Application, Schritt 4 Assessment, Schritt 5 Arbeit. So. Wir haben gemerkt, dass du dich diese 5 Schritte die ganze Zeit, wie in so einem Kreislauf, die ganze Zeit immer weiter einmal im Kreis drehst. Man fängt immer an, die Attitude zu optimieren. Das ist die Grundlage für das Erreichen hoher Ziele, das heißt ambitioniertes Mindset, ambitionierte Ziele, ein Umfeld, was dich unterstützt beim Erreichen dieser Ziele. Dann kommt der nächste Schritt, dann kommen die Auswahlkriterien. Dann müssen diese Auswahlkriterien optimiert werden. Dann arbeitet man an den Noten, dann schaut man, kriegt man ein Stipendium, kriegt man Engagement rein, kriegt man ein geiles Praktikum rein. Dann schaut man im dritten Schritt, okay, wie schreibe ich eine richtig geile Bewerbung, dass ich ein möglichst gutes Praktikum bekomme. Dann vierter Schritt, Assessment, wie performe ich im Assessment Center, wie performe ich im Interview. Und der fünfte Schritt ist dann, man hat dann das Praktikum bekommen, dann muss man auch dort im Praktikum performen, sauber arbeiten. Und es ist wie ein Monopoly, du steigerst dich Runde um Runde. Runde um Runde wird deine Attitude krasser, Runde um Runde werden deine Noten krasser, dein Engagement, deine Stipendien und so weiter, deine Praktika werden krasser. Runde um Runde erzielst du mehr Erfolg bei den Bewerbungen, erzielst du mehr Erfolg bei den Interviews und machst du geilere Arbeit in den Praktika. Und so musst du vorgehen. Du musst dich Runde um Runde steigern und immer mehr Erfolge einheimsen. Und ich werde dir jetzt zu jedem dieser 5 Schritte hier mitgeben, was da wichtig ist, was du beachten musst. Und werde dir jeweils Beispiele geben von Leuten bei uns aus dem Coaching-Programm, wie die das umgesetzt haben, dass du das Ganze auch für dich selbst verstehen kannst. So, fangen wir an mit Punkt Nummer 1 und zwar der Attitude. Unter der Attitude verstehen wir 3 Bereiche. Erstens ein klares Ziel über deine berufliche Zukunft. Das ist zweitens ein sehr ambitioniertes Mindset und es ist drittens ein Netzwerk, was sich immer weiter pusht. Ja, erstmal ist wichtig, okay, was ist eigentlich möglich? Was ist mein Ziel? Was kann ich auch de facto erreichen? Und Transparenz und Netzwerk sorgen dann für zusätzliche Motivation, weil du einfach verstehst, okay, ich kann dieses hohe Ziel erreichen. Es ist für mich möglich, beispielsweise zu McKinsey zu kommen, weil ich die Schritte kenne, weil ich weiß, wo ich gerade stehe, weil ich weiß, was ich als nächstes machen muss und weil ich so viele Leute um mich herum habe, die mir zeigen, sie haben es ebenfalls geschafft. Und wenn du dieses neue Mindset bekommst, dann erlaubt dir das Ganze auch ganz andere Fragestellungen. Zum Beispiel der Baran, den wir am Anfang schon mal hatten, der an der FH Hannover studiert, der hat sich nicht gefragt, ob er irgendwann mal eine relevante Brand in den CV bekommt, zum Beispiel mit einem Master irgendwie an einer EGC oder sonst was, um dann ins Consulting zu kommen, sondern er hat sich gefragt, wie er dieses Ziel möglichst zeitnah erreichen kann. Und er studiert halt an der FH Hannover, dennoch hat er sich ganz andere Lösungen dann basierend auf diesen Fragestellungen erarbeitet, weil er wusste, okay, grundsätzlich ist dennoch für mich möglich, auch ordentliche Praktika zu bekommen. Jetzt hat er einen Bachelor Praktika bekommen bei Commerz Business Consulting, ist die Inhouse-Beratung von der Commerzbank, bei Bertelsmann in der M&A-Abteilung und jetzt als nächstes in der Strategieberatung bei LEK Consulting. Also richtig krasse Steps und alles nur, weil ihm halt klar ist, okay, er kann diese Ziele erreichen und weil er weiß, wie es geht. Ähnliches Beispiel beim Jonas, ne? Er hat sich auch nicht gefragt, okay, so gut wie niemand schafft es da irgendwie einen Bachelor Praktika zu bekommen, also warte ich auch bis zum Master, sondern er hat sich überlegt, okay, wie kann ich diese Praktika schon im Bachelor hinbekommen, hat sich dann ganz andere Antworten erarbeitet und dann hat er es eben geschafft, Praktika unter anderem zu schaffen bei BCG, bei Roland Berger und bei Tritan Partners. Und was die Fehler sind in diesem Bereich, in diesem Attitude-Bereich, die du vermutlich machst, ist A, dass du einfach keine Ahnung hast über deine Zielbranche. So, heißt, du hast mangelnde berufliche Orientierung, du hast mangelndes Wissen und A, sorgt es dafür, dass du halt einfach nicht so motiviert bist, weil du nicht konkret weißt, was mache ich da eigentlich. Für dich ist es alles noch so ein ominöses Bild in der Zukunft und du hast keine Ahnung davon. Und deshalb, ja, ob du es jetzt schaffst oder nicht, ob du da jetzt die Schritte machst oder nicht, du kannst dir eh nicht so wirklich was drunter vorstellen, hast halt auch nicht so viel Bock durchzuziehen. Plus, wenn du netzwerkst, verkackst du, weil du irgendwelche dummen Fragen stellst. Und es gibt dumme Fragen. Wenn du da bei irgendeinem Netzwerkevent von McKinsey, von BCG, von Roland Berger fragst, ja, was macht ihr eigentlich in der Strategieberatung oder wie lange arbeitet ihr eigentlich so und so weiter, wo man easy, wirklich easy selber Antworten für bekommen kann, dann sind das dumme Fragen. Und die Leute werden dir direkt denken, ja, okay, du hast halt noch gar keinen Plan, so, du bist noch meilenweit entfernt von uns, mal ein Praktikum zu machen. Versus, du zeigst, du hast wirklich krasses Branchenverständnis, du weißt, was die machen und stellst dann smarte Fragen, dann checken die, aha, okay, der ist ja den anderen Leuten hier 2 Schritte schon voraus. Nachher, wenn wir noch was trinken gehen mit den Leuten, dann werde ich mit denen mal genauer vorknöpfen, mal schauen, ob der schon ready ist für ein Praktikum bei uns. Das musst du halt verstehen.
Zweiter Fehler, den du vermutlich machst, ist, dass du den Aufbau von einem Netzwerk komplett falsch einordnest. Ja, dass du irgendwie denkst, okay, das ist voll opportunistisch. Wenn ich hier irgendwen mal brauche oder so, dann haue ich den an, aber dann nutze ich den ja auch nur aus oder so. Und ich brauche die Leute ja erst, wenn ich mal einen Gefallen brauche. Und gerade brauche ich noch keine Gefallen. Also warum Netzwerken? Ist komplett dumm. Du musst jetzt anfangen mit Netzwerken und es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit denkst, wie kann mir die Person später helfen, wie kann mir die Person später helfen, sondern es einfach darum geht, offen zu sein, neue Leute kennenzulernen, die ähnliche Ziele mit dir verfolgen, die vielleicht auch zwei Schritte voraus sind oder die zwei Schritte unter dir stehen. Aber du musst jetzt anfangen, dich mit diesen Leuten zu connecten, weil diese Leute werden dir dann in 2-3 Jahren wirkliche Vorteile bringen können, was du heute noch gar nicht erahnen kannst. Plus du findest eben Freunde, du findest Mitschreiter, die dich auf diesem Weg begleiten. Das macht viel mehr Bock, wenn man andere Leute da hat, die auch pushen, die auch Gas geben, versus man ist da irgendwie als Einzelkämpfer unterwegs. So, und der dritte Punkt, den du sehr wahrscheinlich falsch machst, ist, dass du A, denkst, okay, ich kann gar nichts erreichen, dass du dich komplett unterschätzt, dass du denkst, ja, das kriege ich ja niemals hin, was mir hier der David erzählt, McKinsey, BCG, Roland Berger, Bain, Volkswagen Consulting, das ist doch unmöglich für mich zu erreichen, ich bin nicht smart genug und ich völlig unterschätzt. Oder, dass du denkst, ja, du bist ja voll krass schon unterwegs, nur weil du nach dem zweiten Semester ein Big-Four-Praktikum gemacht hast und denkst, du bist hier voll krass unterwegs und hast voll den Durchblick. Die allerwenigsten Personen schätzen sich selbst richtig ein und erreichen eben auch das richtige Potenzial und schöpfen ihr Potenzial völlig aus. Um dir dazu jetzt mal Beispiele zu geben, was grundsätzlich möglich ist, und was entweder dir einleuchtend erklären sollte, okay, ich unterschätze mein Potenzial, da wäre ich viel mehr drin, oder was dir einleuchtend erklären sollte, okay, vielleicht überschätze ich mich auch ein bisschen. Hier gibt es Leute, die deutlich krasser sind. 3 Beispiele. Beispiel 1, der Heinrich. Der Heinrich, der war schon in der Mitte von seinem letzten Abi-Jahr zu uns gekommen ins Coaching. Und weil er eben wirklich ein halbes Jahr vor Studienbeginn oder ein Dreivierteljahr vor Studienbeginn schon angefangen hat zu optimieren mit Engagements, mit Praktika, mit Noten und, mit Netzwerken, hat er es geschafft, schon nach dem ersten Semester seines Studiums an der Goethe-Uni ein Praktikum zu bekommen bei Capgemini in Wendt. Das heißt, er macht das nach dem ersten Semester. Heißt jetzt nicht, dass er nach dem ersten Semester die Zusage hat und so irgendwie nach dem zweiten oder dritten Semester macht, sondern er macht es nach dem ersten Semester. Capgemini in Wendt ist eine klassische Tier-3-Strategieberatung, also eine krasse Firma, wo du normalerweise glücklich bist, wenn du nach dem dritten, vierten Semester ein Praktikum bekommst. Der Heinrich macht es nach dem ersten Semester. Das heißt, wenn du denkst, okay, du kriegst es niemals hin, so ein Praktikum zu bekommen, der Heinrich hat es nach dem ersten Semester bekommen. Warum solltest du es nicht nach dem dritten, vierten Semester bekommen können? Und gleichzeitig, wenn du denkst, du bist krass und du machst deine Tier-3-Praktika erst nach dem zweiten, dritten Semester oder später, guck dir mal den Heinrich an. Na, soll jetzt nicht angeben, unsere Kunden sind so krass und der Heinrich ist der Allerkrasseste oder sonst was, sondern soll dir einfach nur mal klar machen, was denn möglich ist. Zweites Beispiel, Julia. Julia hat es geschafft, vor ihrem Studium ein Audit-Praktikum zu bekommen bei Deloitte. Vor ihrem Studium. Andere Leute sind stolz, wenn sie es nach dem ersten, zweiten Semester bekommen, bei einem Big Four-Praktikum. Die Julia hat es noch vor Studienbeginn geschafft. Das heißt, auch das wieder für dich als Motivation. Wenn die Julia es vor dem Studium schafft, warum solltest du es nicht nach dem ersten oder zweiten Semester bekommen? Und gleichzeitig für dich als Reality-Check, wenn du denkst, du bist krass, weil du es nach dem ersten Semester gemacht hast oder nach dem zweiten Semester, wir haben hier jemanden dabei oder wir haben einige Leute dabei, die ein Big-Four-Praktikum schon vor dem Studium bekommen haben. So, drittes Beispiel ist der Chris. Chris war auch direkt wie der Heinrich Mitte vom letzten Abi-Jahr bei uns dabei. Chris hat es geschafft, vor dem Studium an der Uni Köln noch ein Praktikum zu bekommen, direkt nach dem Abi in der Managementberatung bei Professor Roll und Pastuch. Das ist eine Boutique, also auf bestimmte Bereiche spezialisiert, aber dort wirklich auf einem absoluten Top-Niveau unterwegs. Und ist dann nach dem ersten Semester im Praktikum gewesen bei Ebner Stolz Management Consultants. Also die Strategieberatung von Ebner Stolz. Extrem krasser Schritt. Du wirst super wenige Leute finden, die sowas nach dem ersten Semester machen oder wahrscheinlich so gut wie niemanden, der sowas nach dem ersten Semester gemacht hat. Genau wie das, was der Heinrich nach dem ersten Semester geschafft hat. Und das zeigt dir einfach nur, okay, es ist möglich, ultra krass solche Erfolge zu erzielen, wenn man systematisch alles optimiert. Und die sind alle schon seit einer ordentlichen Zeit bei unserem Coaching dabei und haben diesen, zum Beispiel der Chris hat diesen 5A-Zyklus, den ich dir vorhin erklärt habe, schon zweimal durchlaufen.
Erster Zyklus war, okay, dieses Praktikum bei Professor Roll und Pastuch. Zweiter Zyklus war jetzt das Praktikum bei Ebner Scholz Management Consultants. Und so geht es immer weiter voran. So, das so viel zu dem Mindset. Das heißt, du musst wirklich verstehen, dein Potenzial ist extrem groß. Und das heißt nicht, dass hier Schluss ist. Es geht immer noch krasser als das, was die erreicht haben. Das muss ja einfach auch klar sein. So, zweiter Punkt, Auswahlkriterien. Was du da verstehen musst, ist, es gibt insgesamt 5 verschiedene Auswahlkriterien, auf die immer geachtet wird, wenn du dich bewirbst. Punkt Nummer 1, Stipendien. Punkt Nummer 2, Engagement. Punkt Nummer 3, Noten. Punkt Nummer 4, Uni. Punkt Nummer 5, Praktika. Am Ende des Tages tun die 4 grau hinterlegten Auswahlkriterien einfach nur auswirken auf die Praktika. Die Praktika ist das, womit alles steht und fällt. Diese 4 anderen Punkte, so, die müssen in einem ordentlichen Niveau sein. Aber wenn die in einem ordentlichen Niveau sind, vor allem in einer guten Gesamtkonstellation, dann kannst du richtig geile Praktika bekommen. So, wie gut die einzelnen Faktoren sind, das beeinflusst dann, wie groß der Schritt ist, den du als nächstes machen kannst, bezogen auf die Praktika. Und was interessant ist, bereits kleine Verbesserungen an einzelnen Faktoren führen zu deutlich besseren Ergebnissen. Wenn du zum Beispiel bisher einen 1,7er-Schnitt hattest und dann auf einmal einen 1,3er-Schnitt hast, dann ist das ein massives Upgrade. Wenn du bisher noch nie ein Stipendium hattest und dann auf einmal ein Stipendium bekommst, dann ist es ein massives Upgrade. Und meistens ist es gar nicht mal so schwer, das Upgrade hinzubekommen. Wenn wir uns vielleicht mal objektiv angucken, okay, was sind denn die Auswahlkriterien, die wir herausgefunden haben, als wir das Ganze über LinkedIn analysiert haben? Also was wir kennen, ist, die Leute, die in Deutschland einsteigen im Consulting, machen durchschnittlich 4,5 Praktika. Heißt wirklich viele Praktika vor dem Berufseinstieg. Die Leute, die nach dem Bachelor eingestiegen sind, davon haben knapp die Hälfte der Leute an nur 3 Unis studiert. Das ist einmal die HSG, das ist die ESB und die WAU. Das sollte dir vielleicht noch ein bisschen zu denken geben. Die Leute, die in der Schweiz eingestiegen sind, die haben an nur 2 verschiedenen Unis studiert, zu 64%. Insgesamt steigen nur 0-14% nach dem Bachelor ein und 66% der Berufseinsteiger nach dem Bachelor oder Master haben Vivi studiert. So, das sind jetzt erstmal so die Auswahlkriterien, die du objektiv erfüllen musst, basierend auf so den Leuten, die es bisher geschafft haben. Wenn wir uns angucken, was es konkret bedeutet, fangen wir uns vielleicht erstmal den Punkt Noten an. Noten, siehst du hier eine Einordnung, wie du das Ganze zu verstehen hast. Wenn du im Bereich bis 1,0 bis 1,3, dann ist das die Interpretation sehr gut, ist ein Pluspunkt. 1,4 bis 1,6 ist positiv, aber da gibt es einen Haufen Leute, die krasser sind als du. 1,7 bis 1,9 ist neutral, ne? Da sagt man jetzt nicht, wow, geile Noten, weil 1,7 bis 1,9 ist echt nicht besonders an der Uni oder im Abi, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, du hast ja gar nichts im Kopf. 2,0 bis 2,4 ist dann direkt schon ein Nachteil, ja, also das wird dann wirklich schwierig, und wenn die Noten schlechter sind als 2,5, dann wird dir das Chancen blocken. Ja, das ist einfach so, und das gilt jetzt sowohl fürs Abi als auch für den Bachelor. In der Strategieberatung, da sind die Noten im Allgemeinen sehr wichtig, da wird sehr stark auf die Noten geachtet. Das ist einfach so, ne? Wir wissen alle, Noten sagen absolut nicht umfangreich zumindest darüber aus, wie gut du im Job sein wirst, wie erfolgreich du später sein wirst. Aber die Strategieberatung, die bekommen so viele Bewerber und die haben halt irgendwann mal eine Auswertung für sich gemacht. Okay, Leute mit einem Top-Abi, Top-Bachelor-Note, so, die sind einfach die besseren Berater bei uns. Deshalb haben wir lieber Leute mit sehr guten Noten. Das heißt nicht, dass du es mit schlechter Noten nicht schaffen kannst, aber es wird sehr, sehr schwierig. Wichtig ist natürlich, das Ganze hängt immer ein bisschen von deiner Uni ab, die genaue Einordnung. Das heißt, wenn man weiß, okay, das ist jetzt eine extrem schwere Uni oder du studierst ein extrem schweres Studienfach, dann ist es natürlich auch ein bisschen lockerer versus du studierst jetzt an einer absoluten unbekannten Uni, niemand kennt die. Es klingt so, wie wenn das super leicht wäre, sehr gute Noten zu schreiben, dann solltest du schon wirklich ganz oben in der Tabelle sein. Was die Leute falsch machen bezogen aufs Thema Noten, sind sehr viele Sachen. Erstmals ist es ein Mindset-Problem, dass du denkst, okay, du kannst Noten nicht planen. Es ist planbar. Es geht nicht darum, einfach nur lernen zu müssen, um gute Noten zu schreiben, sondern du kannst es sauber planen, du kannst dir genaue Ziele setzen und daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Dann ist es systematisch erreichbar. Zweiter Fehler ist, den du vermutlich machst, dass du irgendwie so die Hoffnung hast, es gibt irgendwie so eine magische Lerntechnik, dann schaust du mal 2 YouTube-Videos an und denkst, ach, das ist es, jetzt schreibe ich immer 1,0er und ja, ist halt einfach nicht so. Gleichzeitig denken manche Leute, ja, ich muss einfach nur stumpf mehr lernen, dann wird es schon, und lernen mit komplett verkorksten Techniken. Es gibt jetzt nicht die eine absolut geisteskranke Technik, aber es gibt definitiv Techniken und Systeme, die besser sind als anderes. So. Und weder das eine Extrem noch das andere Extrem wird zum Erfolg führen.
Ein dritter Fehler ist, was die Leute machen, dass sie irgendwie denken, okay, ich hatte ja im Abi schon ordentliche Noten, da muss ich auch nicht viel lernen, das wird in der Uni gleich. Dann gehen sie zum Beispiel an die Uni Mannheim, da ist jeder mit einem Top-Abi und dann ist da halt der Notenschnitt in der Klausur nicht 1,2, wie der Notenschnitt der Abiture ist an der Uni, sondern da ist halt der Notenschnitt auch irgendwo im Zweierbereich. Und dann kann es halt auch gut mal sein, dass der 1,0er-Abiturient mit einer 3,7 nach Hause kommt. Und das ist halt auch nicht so gut. Das heißt, wichtig ist, unterschätzt nicht, wie das Ganze im Studium wird. Abi und Studium ist ganz anderes Level. Wirklich ganz, ganz anderes Level. Das heißt, nicht so viel Party machen, nicht so viel Zeit verschwenden in Initiativen, sondern von Anfang an sauber rangehen. Und vierter Fehler ist, dass die Leute halt nicht tracken, wie ihr eigentlicher Fortschritt ist, sondern dass sie nur ihre Zeit tracken. Dass sie irgendwie sagen, ja okay, irgendwie ein ECTS laut Unicell 20 Stunden lernen und ich habe jetzt für dieses Fach schon 60 Stunden gelernt, das heißt, ich muss eine tolle Note schreiben oder ich habe ja heute 6 Stunden in der BIP gelernt, das muss reichen. Nee, nobody cares. Niemand interessiert, wie viel Zeit du insgesamt gelernt hast. Kommt einfach nur darauf an, wie gut sitzt der Stoff bei dir, kannst du oder kannst du es nicht. Wichtig ist, wenn wir jetzt allerdings so viel über die Noten sprechen, Noten sind nicht alles. Viele Leute machen auch den Fehler, dass sie die Noten zu sehr priorisieren, weil in der Schule sagen die Eltern immer und die Lehrer, ja, Noten sind so wichtig und dann sagen die das auch noch im Studium. Aber Noten bestehen aus all, dein Profil besteht aus all diesen Faktoren und Noten ist ein Punkt, aber bei weitem nicht alles. Und viele Leute stecken halt zu viel Zeit in die Noten und vergessen halt die anderen Sachen zu optimieren. Und Beispiel, man benötigt keine Top-Noten für Top-Praktika. Zwei Leute bei uns hier aus dem Coaching, links der Timur, rechts der Leonard. Timur hatte irgendwie ein 2er-Abi, also auch jetzt kein 2,0er-Abi. Und dann 2er-Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen an der THM. So, ist zu uns gekommen mit keiner relevanten Vorerfahrung. Wir haben es dennoch geschafft, dass er seinen Master an der TU München als einer der besten abschließt mit einem richtig geilen Einserschnitt. Dass er Praktikum gemacht hat bei Porsche Consulting, Praktikum bei Roland Berger, wo er jetzt auch eingestiegen ist. Trotzdem 2er Abi, trotzdem 2er Bachelor. Gleiches Beispiel der Leonard, irgendwie 2,8er Abi-Schnitt. Uni Duisburg Essen, jetzt auch nicht absolute Elite-Uni für BWL. Wir haben es dann auch hinbekommen, den Schnitt auf 1,9 hochzubringen. Vielleicht ist er aktuell sogar noch ein bisschen besser geworden. Und dann Praktika zu bekommen bei Hypo Vereinsbank Inhouse Consulting, bei Arthur D. Little und jetzt bei Singular Group in der Strategieberatungsboutique. So, das heißt, du brauchst keine Top-Noten für der Praktika, aber sie sind hilfreich, aber muss eben diese ganzen anderen Kriterien ebenfalls erfüllen. Und es kommt vor allem auf die Praktika an. So, und wenn wir uns jetzt mal die Praktika angucken, dann ist wichtig für dich zu verstehen, das Ganze ist aufgebaut wie so eine Art Pyramide. So, was meine ich damit? Praktika sind aufgebaut wie eine Pyramide. Es geht einfach darum, dass du dich Schritt für Schritt immer weiter hocharbeitest. So, und ganz oben, hier orange markiert, sind dann die absoluten Top-Player aus der Strategieberatung. Und du musst eben anfangen unten bei Firmen, die einfach nicht so hohe Ansprüche stellen können an Praktikanten und Praktikanten, weil die Aufgaben, die du machst, nicht so krass sind, weil das Gehalt, was die bezahlen würden, nicht so krass ist, weil die Kollegen, die dort arbeiten, nicht so krass sind und so weiter. Die einfach wissen, okay, wir können uns jetzt nicht die allerkrassesten Studenten anlachen. Das heißt, für uns ist es auch in Ordnung, wenn die Leute noch gar kein Praktikum haben, wenn die Noten nicht so geil sind und so weiter. So, im Optimalfall, das ist der schnellste Weg. Der ist grundsätzlich möglich, wenn du an einer Target-Uni studierst mit einem Schnitt von kleiner gleich 1,7 und im Optimalfall noch Engagement und Stipendien hast. Dann ist es definitiv möglich. Es gibt natürlich immer Ausnahmen von der Regel, aber dann ist es, sage ich mal, so pauschal gesagt möglich, auf dem schnellsten Weg voranzugehen. Das heißt, das erste Praktikum direkt bei einem bekannten Startup im Business Development ein Praktikum zu machen, bei einer unbekannten Beratung ein erstes Praktikum zu machen oder in der Strategieabteilung vom Mittelständler ein Praktikum zu machen. Und dann als zweites Praktikum direkt bei einer Tier 3 Strategieberatung Praktikum zu machen oder im Konzernumfeld oder bei einem Grown-Up in der Strategieabteilung ein Praktikum zu machen. So, und wenn das beides gegeben ist, dann, und wie gesagt, der Rest auch perfekt sitzt und du auch schon weit genug im Studium bist, ja, zum Beispiel der Heinrich, der nach dem ersten Semester schon Tier 3 Praktikum macht, auch wenn der Rest passt, die Noten passen, Uni passen würde und so weiter, kann er jetzt nicht als nächstes direkt McKinsey machen ohne Connections, das geht einfach nicht. Das heißt, der Semesterfortschritt, das Auslandssemester und so weiter muss auch gegeben sein, aber dann grundsätzlich würde es gehen, mit zwei Praktika den Schritt zu schaffen zu MBB. So, schafft es jeder, diesen Weg zu gehen? Nein, natürlich nicht, weil A, die Leute nicht das entsprechende Profil mitbringen oder B, die Leute halt den Bewerbungsprozess verkacken. So, aber grundsätzlich wäre das möglich. Was die meisten Leute allerdings falsch machen, ist, dass sie jetzt nicht genau wissen, okay, wo stehe ich genau in der Pyramide
Und was ist mein nächster möglicher Schritt? Ja, also ich weiß jetzt auch nicht genau, okay, ich stehe vielleicht, ich weiß vielleicht, okay, ich stehe hier, mein letztes Praktikum war beim Startup Business Development, aber ich kann mein gesamtes Profil nicht so gut einordnen. Ich weiß jetzt nicht, kann ich mich schon hier bewerben, kann ich mich hier bewerben oder kann ich mich nur hier bewerben? So, das ist halt eine Sache, was einige Leute dann falsch machen. Und oftmals machen halt die Leute dann nicht wirkliche Steigerungen. Das heißt, die haben erst Praktikum hier gemacht, was man teilweise sieht, Big Four, KPMG Audit, dann EY Audit. So, hä? Wo ist die Steigerung? Außer du willst in der Wirtschaftsprüfung einsteigen. So. Oder hier mal ein Praktikum und dann hier ein Praktikum oder hier und hier. So. Also es ist halt einfach keine Steigerung da, weil sie keinen Plan haben, wo sie stehen und was sie als nächstes machen können. Ja? Was ebenfalls ein Fehler ist, nur weil hier deutlich mehr Firmen drinstehen, wo du Praktika machen kannst, heißt es das nicht, dass man da nichts optimieren kann oder so. Ja, die Leute denken ja, okay, Strategieberatung, irgendein Praktikum, Hauptsache ist ein ordentlicher Schritt als nächstes, das passt schon. Dem ist nicht so. Man kann da immer noch sehr viel optimieren. Und die Leute denken dann meistens, jedes Praktikum ist relevant, weil es geht ja um die Strategieberatung. Strategieberatung ist ja nicht so wie Investmentbanking, dass nur Investmentbanking zählt, sondern auch Konzern ist cool, Startup ist cool, machen dann voll die wilden Praktika. Nee, ist nicht so. Du musst auf jeden Fall dir da gut Gedanken machen, was als nächstes Sinn macht. So, und der dritte Fehler ist, was ich schon gesagt habe, die meisten Leute verkacken dann halt auch die Bewerbung. Das heißt, die schreiben einfach die falsche Anzahl an Bewerbungen. Das heißt, entweder zu viel oder zu wenig. Zu viel bedeutet einfach, man verschwendet zu viel Zeit. Zu wenig bedeutet, man schafft sich halt nicht genug Möglichkeiten. Was bedeutet das? 5, 6 Bewerbungen ist zu wenig. 50 bis 100 Bewerbungen ist zu viel. Wir empfehlen 20 bis 30 Bewerbungen, vor allem wenn du quasi noch, ich sag mal, hier auf diesem Niveau bist. Ne? Natürlich, wenn du hier oben schon eine Vorpraktika hast, bewirbst dich da oben, da gibt es nur noch 4, 5 Unternehmen, wo man sich bewerben kann. Aber vermutlich bist du hier irgendwo in dem Mittelfeld, wo du 20 bis 30 Bewerbungen abschicken solltest. Wenn du die richtigen Unternehmen auswählst und wenn du Top-Unterlagen erstellt hast, dann und nur dann solltest du 4 bis 7 Einladungen zum Interview bekommen. Du solltest nicht das Ziel haben, 20 bis 30 Einladungen zu bekommen, wenn du 20 bis 30 Bewerbungen rausschickst, weil dann waren die Firmen nicht ambitioniert genug. Natürlich, wenn du geile Unterlagen hast, hier dein letztes Praktikum gemacht hast und du bewirbst dich jetzt hier bei einer unbekannten Beratung, 20 Bewerbungen würden dann natürlich irgendwie 18 Einladungen zur Folge haben. Aber das Ziel ist ja wirklich, krassen Progress zu machen in der Pyramide. Und da ist es dann so, dass man selbst mit Top-Unterlagen ordentlich Absagen bekommt. Aber diese 4 bis 7 Einladungen zum Interview, die du bekommst, die sind halt krass. So, wie unterstützen wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, Praktika zu bekommen und Progress zu machen? Ist A, wir haben ganz klare Praktika-Listen mit klaren Ratings. Das heißt, es gibt Listen, okay, du weißt genau, okay, hier und hier mache ich jetzt als nächstes mein Praktikum. Du kannst dir ausrechnen, okay, basierend auf dem und dem Profil sollte ich als nächstes das und das Praktikum machen. Dann schaust du in die Praktikumsliste und siehst da irgendwie 40 oder 30 verschiedene Firmen, die basierend auf deinem Rating und auf deinem nächsten Rating optimal für dich wären und eben genau diesen maximalen Progress in dieser Pyramide darstellen würden. Das heißt, du musst jetzt nicht, weil das Problem ist so, selbst wenn du jetzt hier diese Pyramide siehst und wir haben auch gar kein Problem damit, das Ganze hier öffentlich zu teilen, du weißt nicht genau, was sind da jetzt die wirklich relevanten Firmen, was verbirgt sich da dahinter. Du findest vielleicht, wenn du irgendwie das eingibst, dann findest du in irgendeinem Forum, kriegst du 3, 4 Vorschläge oder so, aber that's it, aber du wirst nicht diese 20, 30 Firmen kennen. So, und die haben wir halt alle sehr intensiv rausanalysiert und auch zwischen den Tier-3-Strategieberatungen gibt es ganz viele Unterschiede. So, wir können dir halt haargenau sagen, basierend auf deinem Profil wirst du vermutlich bei diesen und jenen Firmen diese 4 bis 7 Einladungen bekommen, weil wir schon so viele andere Leute dabei begleitet haben, diese Praktika bekommen haben. Das heißt, das ist Punkt Nummer 1. Wir haben ganz klare Listen und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass im Rahmen von einer Sprechstunde, nennen wir Live-Call, einmal pro Woche gründlich mit uns abzusprechen. Da kannst du dann reinkommen und sagen, hey, ich würde mich jetzt hier und hier bewerben, ich habe bisher die und die Praktika, schauen wir nochmal kurz mein Profil an. Macht das Sinn, jetzt hier ein Praktikum zu machen oder sollte ich mich woanders bewerben? Oder du bekommst 3, 4 Zusagen, kannst du mit uns besprechen, wo sollte ich das Praktikum mal am ehesten annehmen? Beispielsweise so ein Live-Call siehst du hier oben rechts, ne? Oder du kannst natürlich auch immer über unseren Discord-Server uns zusätzlich immer rund um die Uhr Fragen stellen. Auch am Wochenende können wir da immer sehr schnell darauf antworten. Das heißt, du fragst dann, okay, ich würde jetzt hier und hier als nächstes Praktikum machen, macht das Sinn? Brauche ich diesen Zwischenschritt oder kann ich warten, bis ich mein Auslandssemester fertig habe? Dann kann ich mich direkt da und da bewerben. Das heißt, du kannst halt immer eine perfekte Einschätzung bekommen für deinen nächsten möglichen Schritt. Vielleicht, wenn du Interesse direkt daran hast, bei uns im Elite-Coaching mit dabei zu sein, auch diese geilen Erfolge zu erzielen. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab zum Coaching? Du findest unter diesem Video hier unsere Webseite hinterlegt, pumpkincareers.com. Da gehst du einfach rauf, findest du überall so einen Bewerbungsbutton. So,
Im ersten Schritt füllst du unser Bewerbungsformular aus und teilst einfach die wichtigsten Infos mit über dich, über deinen Lebenslauf, deinen bisherigen Werdegang und deine Ziele. Da wird schon mal grundsätzlich aussortiert, wenn du dieses Video bisher angeschaut hast und sagst, okay, ich habe alles verstanden und ich denke, ich bin die Zielgruppe, dann wirst du vermutlich nicht aussortiert, aber vielleicht wirst du da schon direkt aussortiert. Wenn du nicht aussortiert wirst, dann hast du die Möglichkeit, einen Termin auszumachen mit einem unserer Talent Scouts. So, das geht 20 bis 30 Minuten, da telefonieren wir einfach mal mit dir, ganz unverbindlich, also dieser gesamte Prozess ist völlig unverbindlich und schauen einfach mal, okay, was erwartest du dir von der Zusammenarbeit, was sind deine Ziele, was hast du genau gemacht, hast du dich schon mal auf ein Stipendium beworben, wann kannst du dein nächstes Praktikum machen, also alles, was wir im Rahmen vom Bewerbungsformular noch nicht herausgefunden haben, das besprechen wir dann im Rahmen von diesem Vorgespräch mit unseren Talent Scouts. Und wenn die der Meinung sind, du passt bei uns rein, du passt in die Community, das Coaching macht für dich Sinn, du würdest davon profitieren und auch du bist der Meinung, okay, das hört sich bisher echt gut an, dann wird ein Termin ausgemacht für die Status Quo-Analyse. Und auch die Status Quo-Analyse ist kostenfrei und unverbindlich. Und dort geht es wirklich mal darum, dann für anderthalb Stunden nehmen wir uns Zeit, anderthalb bis zwei Stunden, dein Profil haargenau zu analysieren im persönlichen Gespräch mit dir. Findet alles online statt, aber dennoch in einem One-on-One-Gespräch wirklich ganz genau zu gucken, okay, was ist deine Ausgangssituation, was planst du als nächstes, wo möchtest du langfristig hin, wie hast du bisher Bewerbung geschrieben, wie fit bist du, was Interviewvorbereitung angeht und. Geben dir dann immer ganz konkret das Feedback, was zu optimieren ist, wie du im Vergleich dastehst mit anderen Leuten, was andere Leute geschafft haben. Und wenn wir dann der Meinung sind, okay, du passt ins Coaching und es macht echt viel Sinn, dass du dabei bist, dann wirst du im Rahmen von der Status Quo-Analyse auch noch genauer erklären bekommen, okay, so und so läuft das Coaching ab, das und das ist dabei, so lange würde das erstmal gehen, so und so kannst du dabei sein und so weiter. Und dann kannst du gemeinsam mit uns entscheiden, möchtest du es machen oder möchtest du es nicht machen. Das heißt, wenn du Interesse hast am Elite-Coaching, trage dich gerne mal ein auf der Webseite. Alle Infos, was es kostet, wie lange es dauern wird und so weiter, das erfährst du dann im Rahmen von einem persönlichen Gespräch, wenn wir halt geschaut haben, macht es für dich Sinn, dann können wir auch sagen, welches Programm für dich Sinn macht und so weiter. Also da kriegst du dann ganz transparent alle Infos mit, kannst alle deine Fragen stellen und. Und wie gesagt, alles kostenfrei und unverbindlich. Gerne auf pumpkincareers.com gehen, findest du unten hinterlegt. So, dann machen wir weiter mit dem zweiten, mit dem dritten A schon, und zwar mit der Application, mit der schriftlichen Bewerbung. Die schriftliche Bewerbung ist sehr, sehr wichtig, vor allem so bei den ersteren Praktika. Ja, bei den späteren Praktika ist natürlich auch wichtig, aber bis dahin läuft alles. Aber vor allem am Anfang hast du halt die Möglichkeit, Schwächen in diesen Auswahlkriterien, zum Beispiel nicht so eine geile Uni, nicht so viele Praktika, nicht so geile Noten und so weiter, gezielt auszugleichen. Und ein gesunder Mix aus der Anzahl an Bewerbungen, an Zeitinvestment und aus individueller Anpassung ist halt so das, was dein Ziel sein soll. Das heißt, nicht zu viel Zeit in Bewerbungen rein verbringen, aber eben auch nicht zu wenig. Und jetzt mal hier drei Beispiele. Was ich damit meine, du kannst damit Schwächen ausbessern und du kannst damit Riesenschritte machen. Ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür. Wie gesagt, nach meinem zweiten Semester war ich da hinten bei der UBS im Vorstandsstabspraktikum. Um dir das mal einen Vergleich zu geben, die anderen beiden Praktis in dem Bereich, die waren beide im Master. Ja, also die hatten mehrere Vorpraktika, hatten viel, viel mehr Studiumserfahrung und so weiter. Und ich habe mich damals beworben, hatte das erste Semester abgeschlossen, hatte drei Klausuren bisher bestanden. So, what the fuck? Dennoch habe ich das Praktikum bekommen, dennoch habe ich vor allem im ersten Schritt die Einladung zum Interview bekommen, weil ich eben richtig geile Bewerbungsunterlagen erstellt habe und eben klar vermittelt habe, okay, obwohl ich so jung bin, obwohl ich so unerfahren bin, ich kann euch geile Mehrwerte liefern. So, zweites Beispiel, der Jonathan. Ja, der Jonathan, der war bei uns nach dem zweiten Semester Praktikant, weil sein anderes Praktikum im Consulting abgesagt wurde. Das heißt, wir sind zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch nicht eine große Brand oder so gewesen. Ne? Noch nicht jeder hat uns damals gekannt. Dennoch hat er es geschafft, durch richtig geile Bewerbungsunterlagen nach dem dritten Semester ein Praktikum zu bekommen bei AXA in der Strategieabteilung. Also ein richtig geiler Step direkt nach dem dritten Semester. Oder drittes Beispiel, der Johannes, der kam zu uns im ersten Semester, Goethe-Uni, Abi über 2,6. Ne? Und dann hat er aber sehr gute Noten im Bachelor geschrieben direkt. Damit konnten wir dann halt die Note aus dem Abi in den Unterlagen ein bisschen unten wegfallen lassen quasi. Also wir haben jetzt nicht gesagt, er hatte ein 1,0er Abi, aber haben quasi ein bisschen die Bachelor-Note eher stärker platziert. Und damit hat es richtig easy geschafft, direkt ein Big-4-Praktikum nach dem zweiten Semester zu bekommen, trotzdem 2,6er Abi oder ein noch schlechteres Abi. Das heißt, das ist halt wirklich wichtig, dass du bei den Bewerbungsunterlagen dir Mühe gibst, weil du damit eben mögliche Schwächen echt gut ausgleichen kannst. Welche Fehler machst du vermutlich? Fehler Nummer 1 ist, dass du vermutlich nicht in der Lage bist, dich und deine Ausgangssituation logisch verpackt rüberzubringen und dadurch eben super viel Potenzial verlierst. Ja, insbesondere, wenn du eine schlechte Ausgangssituation hast, weil du einfach
Ja, die Ausgangssituation ist schon kacke und wenn du es dann nicht ordentlich rüberbringst, dann wird es auf jeden Fall nicht besser dadurch. So, zweites Problem ist, du investierst entweder zu wenig oder zu viel Zeit in die Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen. Zu wenig Zeit heißt, du nimmst dir 2 Minuten, änderst kurz den Briefkopf ab und schickst dann ab. Ist nicht geil. Zu viel Zeit ist irgendwie ein Tag für ein Anschreiben, ist auch völlig lost so. Unser Ziel ist es, es dauert ein bisschen, bis die Leute das hinbekommen, das so schnell anzuschaffen, aber meistens kriegt man es echt hin, nach 20 bis 30 Minuten ein richtig geiles Anschreiben für das nächste Unternehmen erstellt zu haben. Und dann kann man halt an einem Abend mal 6, 7 Bewerbungen fertig machen. Dann ist man nach einer Woche durch, so ohne da jetzt mehr als irgendwie 10 Stunden reingesteckt zu haben. Das muss das Ziel sein, für jede Bewerbungsrunde da möglichst schnell durchzukommen. Dritter Fehler ist, dass du kaum Persönlichkeit zeigst, dass deine Unterlagen austauschbar sind, dass sie oberflächlich sind oder dass du beispielsweise auch nicht auf das Unternehmen aufgehst. Ja, dass du zwar schreibst, was du für ein toller Hecht bist, was du alles für Erfahrungen gesammelt hast, aber in keiner Silbe wirklich auf das Unternehmen drauf eingehst, ist halt auch nicht so gut. Das heißt, das ist wirklich wichtig, dass du da irgendwie so ein Mischmasch findest zwischen konkret auf das Unternehmen eingehen, zwischen Persönlichkeit zeigen und halt dennoch mit einem ordentlichen Zeitinvest hinbekommen. Das werde ich dir jetzt nicht konkret verraten, wie wir das machen, weil das wäre ein bisschen unfair unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber. Ich kann dir eine Sache sagen, es funktioniert hervorragend, wie du an zahlreichen Beispielen schon gesehen hast und auch sehen wirst. Wir haben einmal ganz viel Vorlagen bei uns im Coaching. Wir haben ganz genaue Erklärungen. So machst du das, so machst du das, so schreibst du den Absatz vom Anschreiben. Das kann hier rein, das kann hier rein. Ganz, ganz viele Vorlagen. Und dann wird das gemeinsam erarbeitet im Rahmen von einem Live-Call. Das heißt, du kannst reinkommen, sagen, hey, können wir mal über den Absatz im Anschreiben schauen? Kannst mal über meinen Lebenslauf schreiben? Dann kann ich Rückfragen stellen. Wir können dann gemeinsam Sätze umformulieren und so weiter. Und du hast auch rund um die Uhr die Möglichkeit, deine Unterlagen im Discord-Server von uns checken zu lassen, bevor du das Ganze abschickst, damit du da auch immer Feedback hast, dass du weißt, okay, die Unterlagen sind top-notch, da passt alles oder wenn nicht alles passt, dann können wir da reingrätschen und sagen, hey, guck mal, das und das müssten wir umändern, lass uns mal in einem Call das und das besprechen, ob wir nicht das und das machen könnten. Und dadurch sind eben deine Unterlagen weitaus besser und professioneller als von deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. So, vierter Punkt, Assessment. Auch sehr, sehr wichtig für die Strategieberatung. Was haben wir im Rahmen von so einem Assessment Center oder Interview bei einer Strategieberatung? Also, wir haben immer eine Mischung zwischen Personal Fit und Case Interview. Ja, hier links siehst du ganz viele verschiedene Blöcke. Wir haben einmal, wie reagieren Sie auf Situation XY? Erzählen Sie uns von dem Erlebnis, wo Sie das und das gemacht haben. Wir haben Tests, wir haben Brain Teaser, wir haben fachliche Fragen, wir haben Case Interviews, wir haben Industrieverständnis. Also, da wird ganz, ganz viel abgefragt. Und unser gesamtes Praktikumsbekommensystem basiert eben darauf, dass du durch die richtige Auswahl der Unternehmen und durch Top-Unterlagen dir Chancen erarbeitest, die andere Leute nicht bekommen hätten mit deinem Profil. Weil du geile Unterlagen abgeschickt hast, weil du genau wusstest, wo ich mich bewerbe, weil du vielleicht auch kein Netzwerk hast, sitzt du dann auf einmal in einem Interview bei einer krassen Firma, wo du eigentlich viel zu jung für bist beispielsweise. So, und dann ist unser Ziel, dass du genau weißt, was dich erwartet, dass du genau weißt, wie du auf jede Frage antwortest, also dann von diesen Interviews 80-90% auch convertest. Weil du wirst nicht viele Interviews bekommen, wenn du krasse Firmen anpeilst. Natürlich, so die ganzen normalen Studenten, die sich auf fast der gleichen Liga immer nur bewerben, so, die werden natürlich einen Haufen Interviews bekommen, aber dafür wirst du nicht die Möglichkeit haben. Du wirst vielleicht 3, 4, 5, 6 Interviews bekommen, die müssen dann sitzen, dass du natürlich auch 2, 3 verschiedene Zusagen bekommst und auswählen kannst, was macht mir am meisten Spaß. So, die Interviews in der Unternehmensberatung, die wandeln sich im Laufe der Zeit. Das heißt, für die ersten Praktika, da ist echt noch das Niveau gar nicht hoch. Und dann steigt das Niveau immer weiter an, ne, aber wird auch noch nicht insanely hoch. Und dann für so Tier 1, Tier 2 Interviews ist auf einmal krass hoch. Ne. Im Investmentbanking, da geht es so ab Tier 3 schon relativ hoch. In der Strategieberatung geht es erst so ab Tier 1, Tier 2 relativ hoch. Bis dahin ist es echt gut planbar. Vielleicht erstmal genau erster Block, was erwartet dich so in den ersten Interviews? Da ist persönlich Stani, ne, Selbstpräsentation, Stärken, Schwächen, warum diese Industrie, warum unser Unternehmen und so weiter. Die werden dann immer persönlicher und immer intensiver mit Anspruch der Firmen, aber das ist top vorzubereiten. Und der fachliche Teil sind halt Cases, sind Brain Teaser, sind Market Sizing Cases. Ja, und das wird natürlich fachliches Wissen abgefragt, wirtschaftliches Verständnis und Unternehmenswissen. Und wenn wir das dann mal im Laufe der Zeit angucken, dann ist halt so, dass dieser Personal Fit Teil wird halt immer intensiver, immer persönlicher, da wird immer mehr nachgehakt, da wird immer mehr gechallenged, was du bisher gemacht hast. Und der fachliche Teil, der wird halt immer wichtiger, das heißt, dann hast du nicht mehr nur ein Interview, sondern hast du 3, 4 Interviews, ein Personal Fit Teil und dann 3, 4 Case Interviews und so weiter. Und die Fragen werden immer komplexer, die Cases werden immer komplexer, du bekommst immer weniger Infos und es wird immer mehr darauf geachtet, okay, wie wirst du jetzt wirklich in so einem realen Problem auch im Praktikum oder im späteren Job
performen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du hier vermutlich falsch? Also, meistens ist es so, dass du halt keine Ahnung hast, was dich eigentlich erwartet. So, dabei ist es so, dass die meisten Unternehmen, vor allem am Anfang, das heißt hier in unserer Pyramide, auf diesem, ja, bis so auf diesem Level zumindest und teilweise auch noch auf diesem Level, sehr, sehr vorgefertigte Skripte benutzen für ihre Interviews. So, das heißt, die Firmen haben immer die gleichen Fragen oder sehr, sehr ähnliche Fragen. Und wenn du weißt, was das Skript ist, wenn du weißt, was die Fragen sind, dann sind die Interviews in erster Linie Formsache, weil du gibst deine Antwort, du kennst schon direkt die nächste Frage und kannst eigentlich mit deiner Antwort schon auf die nächste Frage antworten, weil du kennst die Frage schon. So, das ist halt super easy. So, zweiter Fehler ist, dass du halt keine Ahnung hast, wie wichtig eigentlich das Personal Fit Interview ist. Du denkst, du bist ganz cool drauf, du kannst ganz gut reden, wird schon easy peasy. Personal Fit hat immer geklappt. Ja gut, in der Unternehmensberatung, da wollen in aller Regel nur Leute hin, die ein bisschen selbstsicher sind, ein bisschen gut sprechen können. Jeder, der im Interview sitzt, denkt von sich selbst, dass er ziemlich cool ist, ziemlich gut reden kann. Da wirst du nicht der Einzige sein. Und wenn du dann denkst, du musst das Personal Fit Interview nicht vorbereiten, ist halt lost so, weil die Selbstpräsentation ist das Wichtigste vom Interview. Das ist das Erste, worüber du sprichst, das Erste, was die Firmen von dir mitbekommen, und da kannst du extrem viele Punkte direkt vorwegnehmen. Das heißt, das darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Und dritter Fehler ist, dass du halt einfach zu spät mit der Interview-Prep anfängst. Das heißt, du hast irgendwie, schickst Bewerbung raus, wartest und bekommst eine Einladung für, heute ist Montag, du bekommst eine Einladung für Donnerstag, fängst dann an, dich aufs Interview vorzubereiten, ist halt lost so. Fehlt dir einfach die Sicherheit, da fehlt dir die Übung, du hast nicht genug Zeit gehabt, dir Feedback holen zu lassen. Das heißt, das sind so die Hauptfehler. Wenn du bei uns dabei bist, dann passiert das natürlich nicht. A, weißt du genau, was dich im Interview normalerweise erwartet, weil wir von allen möglichen Firmen Erfahrungsberichte bei unserem Discord haben. Die Leute teilen immer ihre Erfahrungsberichte von Interviews, wenn sie da drin saßen, schreiben die Fragen mit, teilen es dann intern. Das heißt, du suchst nach der Firma, findest ganz viele verschiedene Erfahrungsberichte, kannst immer mit den Leuten von uns sprechen, die dort waren. Wir haben natürlich auch für alle Fragen Listen mit beispielhaften Antworten, mit klaren Vorgaben, mit Best Practices, wie du darauf antworten kannst. Und es gibt immer die Möglichkeit, mit Jonas dazu zu üben, Feedback zu bekommen zu deiner Selbstpräsentation, zu gewissen Antworten im Personal Fit Interview. Und du findest natürlich auch passende Leute, mit denen du ebenfalls üben kannst, aber ihr übt halt nicht lost, wie es teilweise dann Leute machen, so an der Uni, die halt nicht bei uns dabei sind, die dann sich gegenseitig Feedback geben und keinen Plan haben, worauf sie achten müssen, sondern du weißt halt wirklich, das Feedback, was die andere Person mehr gibt, ist auch on point, weil es mit Jonas abgesprochen wurde. So. Im Laufe der Zeit wandeln sich dann die Interviews deutlich, das heißt, es wird immer kompetitiver. Wie gesagt, die Interviews werden, die Personal-Fit-Interviews werden intensiver, die Case-Interviews werden anspruchsvoller. Was dann für Fehler gemacht werden, wenn du dich auf den hohen Firmenniveaus bewegst, ist, dass halt du dich auf die Interviews immer noch so vorbereitest wie damals auf dein erstes und dann auf dein zweites Consulting-Praktikum. Das heißt, du bereitest dich nicht intensiv genug darauf vor, und hast auch nicht den gleichen Fokus beispielsweise dann auf Industrieverständnis, auf Case-Verständnis auf hohem Niveau und verpasst dadurch dann halt die Chancen, wirklich zu glänzen in den Interviews. Zweites Problem ist, auf diesen Niveaus für die Cases gibt es Musterlösungen, für die Personal-Fit-Interviews nicht. Bedeutet, Case-Interviews ist eine Checkbox, hast du richtig darauf geantwortet, hast du nicht richtig darauf geantwortet. Bei Personal-Fit, da gibt es keine Checkbox. So, da geht die Skala ins eine Extrem, also es kann super, super schlecht sein, das Personal Fit Interview, kann aber auch super, super extrem krass sein, das Personal Fit Interview. Das heißt, sowohl ins positive als auch negative Bereich geht die Skala extrem weit. Und je krasser du dich aufs Personal Fit Interview vorbereitest, desto krasser wird einfach dein Feedback sein nach dem Personal Fit Interview. Und grundsätzlich ist es so, wenn das Personal Fit Interview wack war, egal wie gut der Case ist, du wirst kein Offer bekommen. Und wohingegen, wenn das Personal Fit Interview geil war, und beim Case hast du vielleicht ein, zwei kleine Fehler, aber du warst so überzeugend im Personal Fit Interview, wirst du viel eher eine Einladung bekommen als andersrum. So. Dritter Punkt, im Case Interview gibt es, obwohl es jetzt keine, jetzt nicht so ist mit dieser Skala, dass es völlig ins Unendliche Positive geht, gibt es dennoch einige wenige Dinge, mit denen du zusätzlich, obwohl du es perfekt gelöst hast, nochmal zusätzlich sehr positiv auffallen kannst. Dazu zählt vor allem ein gutes Verständnis für das Business von der Beratung und damit eben auch von der Industrie. Und unsere fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützen wir auch genau dabei. Das machen wir im Rahmen von unserem Strategieberatungstrack,
wo man dann reinkommt, wenn man sich eben auf diese Niveaus bewirbt. Da macht der Patrick ex-McKinsey regelmäßige Personal Fit und Case-Interviews dann mit dir. Und der Lennart macht einen wöchentlichen Call, wo Industrieverständnis aufgebaut wird zu allen möglichen Industrien und wirklich sehr intensiv darüber gesprochen wird, wie funktioniert das Business Model von den primären Firmen in dieser Industrie? Was sind die Zulieferer? Was sind die Kunden? Wie unterscheidet sich der deutsche Markt zum französischen Markt in dem Bereich? Und. Und da kannst du eben auch Fragen stellen und eben wirklich intensiv damit üben, dieses Industrieverständnis aufzubauen, womit du eben diese krassen Interviews auch geaced bekommst. So, und dann machen wir weiter mit dem letzten A, und zwar mit der Arbeit. Da ist es etwas kürzer, weil das ist jetzt noch nicht so relevant für dich vermutlich. Das ist jetzt das A, was am meisten in der Zukunft ist. Da geht es einfach darum, am Anfang vom Studium geht es in den Praktika darum, dir ein Netzwerk aufzubauen, benötigte Skills aufzubauen, indem du die richtigen Aufgaben erarbeitest. Das bedeutet dann quasi, okay, schau, dass du mit den Leuten dich connectest, schau, dass du auch mit Leuten sprichst von anderen Firmen, von anderen Abteilungen, die du während des Praktikums kennenlernst, dass du mit den Leuten in Kontakt bleibst, denn du weißt nie, was für Türen die dir später öffnen können, dass du halt guckst, okay, kann ich an diesem Projekt mitarbeiten, kann ich an jedem Projekt mitarbeiten, kann ich die und die Aufgaben bekommen, was du dann halt geil im Lebenslauf darstellen kannst, sodass du dann für das nächste Praktikum schon die ganzen Skills hast und dort auch sehr gut performen kannst. Bei den späteren Praktika geht es natürlich dann darum, dass du deine Angebote zum Festeinstieg mitnimmst, ne? Dass du halt guckst, okay, du machst ein Praktikum, kriegst dann auch ein Offer, dass du halt auch dort einsteigen kannst, weil normalerweise rekrutieren die Strategieberatung einen großen Teil ihrer Einsteiger aus den ehemaligen Praktikanten. Das Entscheidende dabei ist natürlich zum einen die persönliche als auch die fachliche Qualifikation. Einige Fehler, die Leute machen bei Praktika in der Strategieberatung, ist beispielsweise, dass sie jede Aufgabe annehmen von jeder Person, wo sie irgendwie eine Aufgabe zugeschoben bekommen. Das ist halt fatal, weil dann bist du nach 3 Tagen völlig overloaded und stellst halt niemanden zufrieden. Ja, wichtig ist eher nicht, dass du von jeder Person jede Aufgabe machst, sondern dass du ein paar Leute hast, für die du die Aufgaben richtig geil machst. Und die legen dann auch ihr Wort für dich ein. Mit denen kannst du dann netzwerken, die werden dich später weiterempfehlen. Weil du wirst nicht jeden super zufrieden machen können in der Firma, du wirst nicht jeden als allerbesten Buddy haben. Aber das Ziel sollte sein, einige Leute zu haben, die sich dann aussprechen, okay, die Person sollte ein Offer bekommen, die dich dann später mal jemandem weiterempfehlen können. Und da ist halt wirklich wichtig, das herauszuarbeiten. Und je nach Industrie kannst du noch ein paar weitere Pluspunkte sammeln. Auch dabei unterstützen wir dich natürlich, dass wir dir A zeigen, okay, wie performst du sehr gut im Praktikum mit MS Office-Schulungen und so weiter. Und auch B eben als konkreter Ansprechpartner, falls du da Fragen hast, wie gehe ich daran, wie gehe ich daran, wie gehe ich daran. So. Und damit haben wir die 5 A's einmal durch. Und wenn du das immer weiter optimierst und die ganze Zeit bei jedem Punkt alles rausholst, dann ist dir halt klar, dass du dadurch ein viel, viel krasseres Profil erreichen kannst, als jeder, der halt nicht dieses Wissen hat und nicht dieses Verständnis hat und das nicht so optimiert. Wie sieht es aus, wenn wir da zusammenarbeiten mit den Leuten? Sieht folgendermaßen aus. Wir haben da verschiedene Programme. Programm Nummer 1 richtet sich an Abiturientinnen und Abiturienten mit hohen beruflichen Zielen. Das ist unser sogenanntes Early-Bird-Programm. Da geht es eben darum, dass man A, noch ein bisschen mehr berufliche Orientierung bekommt, dass man wirklich versteht, okay, möchte ich wirklich in die Strategieberatung, wie ist es dort zu arbeiten, dass man mit Strategieberatung sprechen kann, dass man versteht, was sind die Anforderungen dafür und wie bekomme ich die Schritte hin, die dafür wichtig sind. Das heißt, neben Auswahl der passenden Uni, neben möglicherweise Stipendien, neben Schülerpraktika ist da auch ein großer Bestandteil das Thema Abitur. Das wird dir auch helfen, sehr, sehr gute Noten in deinem Abitur zu schreiben, mit verschiedenen Calls, mit Lehrern, mit Lerntechniken und so weiter. Also das ist das Early Bird Programm, wenn du gerade noch dein Abi machst. Wenn du jetzt dieses Jahr dein Abi gemacht hast oder schon im Studium bist und noch nicht auf dem Niveau bist, dass du diese Tier 1, Tier 2 Praktika als nächstes angreifen kannst, dann passt du in unser Masterclass-Programm. Dort sind die meisten Studierenden bei uns mit dabei, also aktuell irgendwie 720 Stück oder so, glaube ich. Das richtet sich eben an alle Leute, die noch nicht so viel relevante Praktika gesammelt haben. Da geht es vor allem darum, dass du eben diese 1, 2, 3 relevanten Vorpraktika aufbaust, dass du sehr gute Noten schreibst, dass du auch die ganzen anderen Punkte hinbekommst, wie Engagement, wie Stipendien und dann vor allem auch Auswahl der passenden Unternehmen für die Bewerbung. Und wenn du dann auf dem Niveau bist, dass du dich schon auf krasse Praktika bewerben kannst, auf die Tier 1, Tier 2 Praktika, dann passt du in unseren Track. Das haben wir einmal für das Investmentbanking-Thema, einmal für das Strategieberatungsthema. Wenn du hier mit dabei bist, dann passt du natürlich in das Strategieberatung-Track.
Da geht es dann wirklich darum, zu gucken, okay, wie konverte ich oder erstmal, wie bekomme ich diese krassen Interviews, wie konverte ich diese krassen Interviews mit einem sehr guten Branchenverständnis, mit einem sehr guten Industrieverständnis und mit einer Top-Vorbereitung auf die Cases. Und dann natürlich auch, okay, wie konverte ich hier mein Praktikum, dass ich auch ein Offer bekomme. So, das sind immer die Themen. Bei uns wirklich alles mit dabei, sei es GMAT, Stipendien, Uni-Bewerbung, Master-Bewerbung und. Also alles, was links und rechts sonst noch für Themen sind, ist bei uns abgedeckt, Noten und. Also wirklich für alles hast du immer konkrete Ansprechpartner, sehr viele externe Coaches. Wie gesagt, wenn du da dabei sein möchtest, sind die drei Schritte. Erstmal auf die Website unten in der Videobeschreibung gehen, Bewerbungsformular ausfüllen, dann Termin ausmachen mit einem unserer Talent Scouts, wo wir uns dein Profil angucken, wo wir schauen, okay, passt du zu uns, macht es Sinn, du auch nochmal ein paar Fragen stellen kannst. Und wenn wir dann merken, okay, es könnte passen, dann machen wir einen Termin aus für die Status-Quo-Analyse, wo wir dein Profil nochmal ganz gründlich analysieren, ganz genau einordnen. Du stehst so und so da im Vergleich zu anderen Leuten, das und das wären nächste Schritte. Und so würden wir im Rahmen vom Elite-Coaching auch zusammenarbeiten, dass du diese Ziele erreichst. Unsere Talent-Scouts, wie gesagt, siehst du hier die drei jungen Herren, das ist Fabian, Thiago und Orkun. Die schauen sich genau an, okay, passt du zu uns, ist da der Fit da, macht es Sinn, dass wir zusammenarbeiten, bringst du auch die Motivation mit, bringst du auch die Ziele mit, hast du auch Zeit, den nächsten Praktika zu machen und so weiter. Also das wird alles im Rahmen von dem Vorgespräch mit unseren Talent Scouts besprochen. Wenn wir merken, okay, es macht zum Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so viel Sinn, zusammenzuarbeiten, dann ist auch kein Problem, wenn du dich jetzt schon mal einträgst. Und dann erarbeiten wir das im Rahmen von dem Vorgespräch und sagen, hey, du hör mal zu, ich würde vorschlagen, wir telefonieren in 3 Monaten nochmal und dann machen wir die Status-Quo-Analyse, weil dann macht es noch mehr Sinn, weil dann kannst du auch konkret die Sachen umsetzen. Oder bei dir ist gerade noch fraglich, bekommst du dieses Praktikum, bekommst du jenes Praktikum, dann warten wir das auch erstmal ab und machen dann einen Termin aus für die Status-Quo-Analyse. Das heißt, am besten einfach mal eintragen, dann bist du bei uns im System, dann haben wir schon mal mit dir besprochen und vielleicht kann es so sein, du denkst, es macht erst später Sinn, de facto macht es aber jetzt schon Sinn. Von dem her am besten jetzt mal eintragen. Worauf wir besonders achten im Rahmen von diesem Vorgespräch oder beziehungsweise worauf unsere Talent Scouts besonders achten, ist halt wirklich diese super hohe Motivation. Ja, also das ist wirklich essentiell, dass du sagst, du willst alles aus deiner Karriere herausholen, dass du nicht sagst, mal gucken, was sich so ergibt, mal schauen, vielleicht ein gutes Praktikum, vielleicht nicht so ein gutes Praktikum. Ziel muss wirklich sein, du möchtest Gas geben. Zweiter Punkt, was gegeben sein muss, du kannst noch alles rausholen. Das heißt, wir werden wirklich schauen, okay, wie weit bist du wirklich im Studium? Was sind wirklich deine Noten? Was hast du bisher für Praktika und so weiter? Dass man halt wirklich schaut, okay, ist da noch alles drin oder hast du schon wirklich Türen verschlossen durch dumme Entscheidungen in der Vergangenheit? Und dritte Sache, auf die wir achten, ist halt dein berufliches Ziel, dass du wirklich sagst, Strategieberatung, Investmentbank, Private Equity, Asset Management, Konzernstrategie. Ich will richtig Gas geben, habe keinen Bock auf 9-to-5. Darauf kommt es bei uns an. Wenn das gegeben ist, dann machen wir einen Termin aus für die Status-Quo-Analyse mit einem unserer beiden Career Advisor. Die haben beide schon mit hunderten Studierenden in einer sehr ähnlichen Ausgangssituation wie du bisher gesprochen. Die wissen sehr genau, was abgeht in den Branchen. Die wissen sehr genau, mit welchem Profil du wohin kommst. Und die können dir dann sehr genau einen Plan einmal erarbeiten, was für dich alles möglich ist. Und die können dir auch sehr konkret dann das Elite-Coaching vorstellen, wenn es soweit kommt, dass wir sagen, okay, das macht Sinn. Das heißt, dort im Rahmen von der Status-Quo-Analyse kannst du dann ganz genaue Infos bekommen zum Elite-Coaching, wie das abläuft, was da alles dabei ist, wie das funktionieren würde, wie das funktionieren würde. Du kannst dann auch alle deine Fragen stellen. Du kannst, wenn du sagst, hey, ich hätte gerne ein Beispiel dafür, habt ihr jemanden, der das und das geschafft hat, können wir dir dann nochmal zusätzlich zu all diesen öffentlichen Beispielen vermutlich auch nochmal viele Einblicke geben, weil nicht jeder natürlich auch öffentlich ein Video mit uns gemacht hat oder so über seine Erfolge. Das heißt, du kannst da wirklich alle Fragen stellen, wir können da ganz transparent dir alles erklären. Und wenn wir alle dann der Meinung sind, es macht für die Sinn, da dabei zu sein, in unsere Community zu kommen und unsere Career Advisor auch sagen, du bist ein würdiges Mitglied fürs Elite Coaching, du wirst auch die Ziele mit uns erreichen, weil die merken, du hast die Motivation, du hast den Biss und du checkst auch, um was hier alles geht. Dann machen wir dir ein Angebot fürs Elite-Coaching, kannst du da dabei sein. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das musst du wirklich verstehen. Warte nicht noch länger, bis du das machst, sondern komm jetzt zu uns, trag dich jetzt bei uns ein, dann schauen wir uns mal an. Gegebenenfalls starten wir später, aber vermutlich ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Je früher, desto besser. Das wird dir jeder sagen, der bei uns dabei ist. Hier 3 Beispiele. Links der Marlon ist zu uns gekommen im 2.5er Abi an der Uni Potsdam, hat VWL studiert, wollte in die Strategieberatung, wir haben dann erarbeitet, okay, VWL ist nicht so sein Studium. Wir haben zu BWL gewechselt, hat jetzt einen 1.4er Schnitt, hat Praktikumszusage bekommen bei Vendelici Advisors in der Strategieberatung und ein Stipendium von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und es würde so weitergehen mit den Praktika. Hier gleiches Beispiel in der Mitte, studiert an der einer Uni in UK, hat bisher gemacht ein Konzernpraktikum, wollte in die Strategieberatung, hat es dann mit uns geschafft,
ein Praktikum zu bekommen in der Strategieberatung bei Monitor Deloitte. Oder rechts, der Thomas ist zu uns gekommen mit einem 1-1-Abi, hat studiert an der LSI mit einem Top-Schnitt, hat schon Praktika gehabt bei Metzler im M&A, noch andere Praktika, war schon Stipendiat bei der STW. Aber obwohl er so ein krasses Profil hat, ja, hat er nicht gesagt, komm, ich mache das irgendwie alleine, sondern hat gesagt, okay, ich checke, ich habe hier hohe Opportunitätskosten, ob ich das ein bisschen früher bekomme oder ein bisschen später, macht einen krassen Unterschied, ist zu uns gekommen, hat mit uns direkt nach dem vierten Semester BCG-Praktikum bekommen und hat dieses Praktikum auch converted im Rahmen von der Zusammenarbeit in ein Fulltime-Offer. Das heißt, er weiß, wenn ich fertig bin mit dem Bachelor, wenn ich Bock habe, dann kann ich bei BCG einsteigen und hat es halt einfach super straight, super früh erreicht und hat da keine unnötigen Risiken gemacht. Das heißt, das ist halt wirklich wichtig, dass du verstehst, es gibt auch keine vergleichbaren Angebote oder sonst was. Ja, links siehst du hier die Nathalie, studiert an der HU Berlin, hatte mittelmäßige Noten zum Start vom Coaching, aber wusste, okay, ich möchte Consulting machen, hat sich selber auch noch nicht so viel zugetraut und siehe da, nach dem zweiten Semester war sie dann bei der Big Four im Audit, nach dem vierten Semester wird sie jetzt bei Capgemini im Wendt in der Strategieberatung Praktikum machen. Und das mit mittelmäßigen Noten, das ist halt wirklich ein geiler Fortschritt. Oder in der Mitte Beispiel der Moritz. Moritz zu uns gekommen, war, glaube ich, gerade fertig mit seinem Studium an der HWR in Berlin, wollte mit uns ein Gap Year planen. 2.0er Bachelor, 2.5er Abi, jetzt nicht so geil. Hat es mit uns geschafft, Praktika zu bekommen bei EY Parsons und bei Axel Springer im Inhouse Consulting. Oder rechts das Beispiel der Tim, Uni Mannheim, 1.0er Abi, ganz klassisch. Man kennt das, studiert dort VWL. Will in die Strategieberatung, mit uns hat es geschafft, VWL Uni Mannheim aktueller Schnitt 1-2 zu bekommen, Konrad-Adenauer-Stipendium zu bekommen und Praktikum in der Strategieberatung bei Vindelici Advisors. Andere Beispiele siehst du hier ganz links, Erstsemester East Asia Institut Ludwigshafen, also echt jetzt nicht so bekannt, wo da der Fabian studiert, aber dennoch haben wir es geschafft. Obwohl er jetzt keine absoluten 1.0er Noten die ganze Zeit hatte. Direkt nach dem zweiten Semester ist so ein Praktikum, was sehr spezifisch in seine Richtung geht. Also ein nischiges Praktikum, aber sehr geil, weil es auch so seine Ziele sind. Und am dritten Semester jetzt in der Strategieberatung bei Möke Roth. Oder anderes Beispiel, der Philipp in der Mitte ist zu uns gekommen, viertes Semester an der Uni Augsburg. Hat es mit uns geschafft, Praktika zu bekommen im Inhouse Consulting bei der UniCredit und bei unserem Firmenpartner Singular in der Strategieberatung, also Boutique aus München, kann man kennen, ist auf jeden Fall auch top rekrutieren, ausschließlich top Leute. Oder rechts der Tobias an der Westfälischen Hochschule hat er studiert, war gerade am Ende von seinem Bachelor, kam zu uns, um sein Gap Year ordentlich durchzuplanen und dann natürlich auch einen geilen Master zu starten, hat es mit uns geschafft, Praktika zu bekommen bei Capgemini Invent und bei der Inhouse-Beratung der Bundeswehr. Das heißt, es ist wirklich wichtig, entscheide dich jetzt für maximalen Progress. Ich kann dir noch dutzende andere Beispiele um die Ohren schlagen, aber ich denke mal, du siehst, es läuft, wenn ich bei Pumpkin dabei bin. Gleiches Beispiel hier, links der Nils, ist zu uns gekommen, erstes Semester WWU, 1-3er Abi gehabt, ist jetzt einer der Jahrgangsbesten an der WWU, hat Praktika mit uns bekommen, unter anderem bei Horvath in der Strategieberatung und bei Oliver Wyman. Ne? Einfach sauberer Progress. Außerdem hat er noch ein Stipendium bekommen bei der Studienstiftung. Es läuft einfach. Es läuft einfach, weil die ganze Zeit alles optimiert wird. Gleiches Beispiel, der Paul studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Auch solche Leute haben wir viele dabei, die Wirtschaftsingenieurwesen studieren, Wirtschaftsinformatik etc. Das ist alles kein Problem. Und auch Maschinenbau, Physik haben wir Leute mit dabei. Das heißt, wir haben sehr wahrscheinlich viele Leute in einer Ausgangssituation schon dabei. Das heißt, melde dich jetzt bei uns an. Paul hat es geschafft, mit uns Consulting-Praktikum zu bekommen. Erst bei Röhl und Partner, dann bei CBC. Schreibt richtig geile Noten am KIT und wird dann auch unweigerlich den Schritt schaffen zu einer Top-Strategieberatung. Oder der Hadi kam zu uns am Ende vom Gap Year, hat die Zusage erst bekommen für die Frankfurt School. Geiles Consulting-Praktikum bei Miebach nach dem zweiten Semester, trotz nicht so optimalen Abiturnoten. Das heißt, es ist einfach möglich, geilen Progress zu machen. Es gab vor wenigen Jahren noch nicht dieses Angebot. Du weißt nicht, wie lange es dieses Angebot von uns noch geben wird, dass wir sagen können, hey, komm zu uns ins Coaching. Jeder wird dir sagen, mach's je früher, desto besser. Das heißt, melde dich jetzt mal bei uns an. Hör auf, irgendwie deine Zeit zu verschwenden. Hör auf, dein Geld zu verschwenden, deine Ziele unnötig zu gefährden. Entscheide dich jetzt dazu, deine kurz- und langfristigen Ziele schneller, sicherer und einfacher als deine Kommilitonen zu erreichen. Das ist absolut kein Zeichen von Schwäche, es ist kein Zeichen von, ich schaff's nicht alleine. Hier sind genug Leute dabei, die es auch alleine geschafft hätten. Denkst du, der Thomas hätte es alleine nicht geschafft? Natürlich hätte er es alleine geschafft. Denkst du, der Tim wird es nicht alleine auch schaffen? Denkst du, hier irgendwie der Nils links wird es nicht alleine schaffen? Natürlich kann man es auch alleine schaffen. Aber es geht einfach darum, es schneller zu schaffen. Es geht darum, Geld zu sparen. Es geht darum, sich ein krasseres Profil aufzubauen. Weil das Ding ist, selbst wenn du es schaffst, irgendwie nach dem Bachelor ohne uns zu McKinsey zu kommen,
In der Zeit, wo du mit uns zusammengearbeitet hast, hast du dir Zeit gespart, hast du viele neue Leute kennengelernt. Das heißt, du hättest mit uns, hättest du ja logischerweise auch auf jeden Fall zu McKinsey geschafft, aber du hättest dann vielleicht dir noch ein Stipendium geklärt. Du hättest vielleicht noch Leute von vielen anderen Unis kennengelernt, die dir dann in 2, 3 Jahren Zukunft einen geilen Exit klar machen können im Private Equity, im Konzern, im Startup. Du hättest einen Co-Founder gefunden vielleicht für neue Startup. Du weißt nie, was passiert wäre. Und wenn du dir das mal anhörst, was wir machen, dann wirst du merken, okay, das ist so ein No-Brainer, bei uns dabei zu sein, wenn du diese hohen Ziele hast. Natürlich, wenn du keine hohen Ziele hast, dann macht es keinen Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte alles rausholen, ich habe keinen Bock, meine Ziele zu gefährden, ich habe gecheckt, ich habe nur diese eine Karriere, ich habe nur dieses eine Studium, da geht es darum, alles rauszuholen, dann ist es ein No-Brainer, mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, hör auf, deine Zeit zu verschwenden, hör auf, dein Geld zu verschwenden. Besuche jetzt pumpkinhurst.com und bewirb dich auf die kostenfreie Status Quo-Analyse. Schau dich ja gerne sonst mal um, lies unsere Zeitungsartikel, schau Erfahrungsberichte an und so weiter, findest du alles auf der Website hinterlegt. Aber dann mach mal einen Termin aus. Ich würde mich super freuen, dich bald zu sehen und gemeinsam mit dir an dem Ziel, Einstieg bei einer Top-Strategieberatung zu arbeiten. Bis dahin, viele Grüße, dein David.